Lass mir das Bild ein bisschen rücken auf uns. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Landrat mit Mitarbeitern, liebe Kollegen mit Stadt- und Gemeinderäten, herzlich willkommen zu dieser Informationsveranstaltung und vor allem herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Der halbe Landkreis ist vertreten, sogar von außerhalb vom Landkreis sind zwei Kollegen da mit Anhang der von Bissingen und von Buttenwiesen. Das zeigt, dass das Thema sicher Schwimmen im Landkreis und ein Schwimmbad zu haben, das das ganze Jahr geöffnet ist, doch Interesse weckt. Und unser Ziel ist es, mit Ihrer Hilfe wieder darauf hinzuwirken. Danke. Ja, lieber Bürgermeister Karl Liebenmann, liebe Abgeordnete, lieber Willi Lange vom Bundestag, lieber Wolfgang Fackler vom Landtag, lieber Herr Gump, Herr Bergdolt, liebe Freunde des Fördervereins vom Almarin, liebe Stadt, Gemeinde, Rätinnen, Räte, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Referenten, ich möchte auch Sie recht herzlich begrüßen und ganz herzlich die Vertreter der Presse. Wir haben vereinbart ein kurzes Grußwort vom Bürgermeister, jetzt hat er es ganz kurz gemacht. Darum möchte ich eingehend noch ein paar Anmerkungen machen zum bisherigen Stand unserer Arbeit, was die Zukunft des Almarins anbelangt. Dann werde ich auch darauf eingehen, wie der heutige Abend ablaufen wird. Wer wann was vorträgt und am Schluss auch, was die Erwartungshaltung für heute Abend ist. Ich begrüße die Vertreter der Presse. Wir haben umdisponiert, ich möchte es auch nochmal allen sagen. Zunächst war geplant, dass wir eine Informationsveranstaltung durchführen, heute hier in der Halle 11 in Möttingen. Herr Gump, vielen Dank auch, dass wir da sein dürfen. Für die Stadt, Gemeinderäte, Bürgermeister, und zwar intern. Wir haben dann aber umdisponiert, nachdem wir gesehen haben, es wird heute nicht darum gehen, dass wir schon Entscheidungen treffen, sondern heute haben wir ausschließlich Informationen mit der Bitte dann, dass Sie daheim in Ihren Gremien sich mit dem Thema befassen, und von daher erschien es uns dann sinnvoller, die Presse doch mit zuzulassen. Von daher herzlich willkommen an die Vertreter von den Rieser Nachrichten, die Frau Ringel, RT1 Nordschwaben ist da, die Frau Weidmann, die Frau Niebert von ATV, die Jennifer Wagner von Donau-Ries Aktuell und der Herr Wiemann von Donau-Ries TV. Herzlich willkommen. Wir haben es dann auch so, dass es, weil es ja durchaus sein kann, dass Sie vielleicht noch Fragen haben, die Sie öffentlich nicht stellen wollen. Es wird nach dem öffentlichen Teil dann auch noch die Möglichkeit geben, dass wir uns nicht öffentlich noch mit Ihren Fragen, soweit es da noch welche gibt, auseinandersetzen. Also von daher, wenn Sie was haben, was Sie jetzt in der Öffentlichkeit dann nicht sagen wollen, es besteht die Möglichkeit, das im Anschluss dann zu tun. Also zunächst möchte ich mal eines noch sagen, man hat es in dem Film sehr eindrucksvoll gesehen, was hier in Mönsteggingen geleistet wurde vom Förderverein, von den vielen Helferinnen und Helfern, den Firmen, den Sponsoren, und vielen, vielen mehr. Das ist einzigartig, ich meine sogar einzigartig in Bayern, vielleicht sogar in Deutschland. Es wurde Unglaubliches geleistet. Für viele unvorstellbar, dass man das Bad wirklich wieder auf Vordermann gebracht hatte für eine Woche, sodass jetzt ziemlich genau vor einem Jahr die Wiederinbetriebnahme vom 2. bis 8. April möglich war. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und es gab ja dann viele Diskussionen
Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir eine Arbeitsgruppe gründen. Und ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken bei dieser Arbeitsgruppe. Ich durfte die leiten. Wir haben uns 9-mal getroffen jetzt in dieser Zeit. Wir hatten intensive Sitzungen. Danke auch den Vertretern der Verwaltung. Es war unser Landratsamt hier sehr stark mit eingebunden, aber auch die Gemeinde Menstöckingen, lieber Bürgermeister, und die VG Ries, lieber Vorsitzender Hermann Schmidt. Danke, dass auch da die Unterstützung da war, denn ohne Verwaltungsunterstützung ist so ein Projekt, auch wenn es jetzt nur um die Vorbereitung geht, schlichtweg nicht zu handeln. Danke den Mitgliedern des Fördervereins, der BRK Wasserwacht, die mit dabei war, der DRRG, und auch der Uli Lange hat sich noch mit Mitarbeitern eingebracht. Wir werden heute noch drauf kommen, weil es um das Thema Städtebauförderung auch ging. Und von daher hat man da wirklich eine schlagkräftige Truppe. Wir haben immer sehr, sehr konstruktiv, sehr gut diskutiert. Ich habe viel gelernt, nämlich, dass es viele Zuständigkeiten gibt, dass man auf vieles aufpassen muss, dass man immer mit einer Zunge spricht. Wenn es um Informationen der Öffentlichkeit geht, Diskussionen in den Gremien. Und das hat alles, was wir vereinbart haben, hat auch so wunderbar geklappt. Von daher vielen, vielen Dank für das tolle Miteinander. Ich habe noch was gelernt, dass nämlich dann, wenn ein Wille da ist, man auch Dinge schaffen kann, Dinge bewegen kann, die vielleicht mal zunächst für nicht möglich oder nicht machbar erscheinen. Was haben wir bisher geschafft? Das möchte ich jetzt auch noch erwähnen. Es ist seit dieser Woche ein Jahr vergangen. Man hat im Beitrag einiges gehört, was mittlerweile so gar nicht mehr stimmt. Zum einen, wir haben eine tolle Arbeitsgruppe, ich habe es gesagt. Zum anderen, wir haben hier eine Besonderheit in Menstöckingen, in der Region vom Almarin, nämlich eine Eigeninitiative, Menschen, die sich einbringen in einem Ausmaß, wie wir es so nicht ohne weiteres nochmal haben werden. Wir haben auch hier die Bereitschaft, dass Geld, dass finanzielle Mittel mit eingebracht werden. Was wir auch geschafft haben miteinander durch die vielen, vielen Berichterstattungen, und da danke auch an die Medien für diese Begleitung des ganzen Prozesses. Es hat ein gewisses Umdenken gegeben in der Bevölkerung. Es ist das Bewusstsein geschärft, wie wichtig Schwimmen ist, wie viele unserer Kinder nicht mehr schwimmen können. Und vor allem, es ist auch klar geworden, dass wir im Landkreis eine unterschiedliche Struktur haben, was die Bäder anbelangt. Wir haben im südlichen Landkreis noch eine ausreichende Anzahl von Bädern, aber hier im Ries nach der Schließung von Wembley, nach der Schließung des Almarins, nur noch das Nördlinger Hallenbad, ja, und im Eingang zum Ries das Hallenbad der Stadt Harburg noch, aber in Summe eine unzureichende, unbefriedigende Situation, was das Ries anbelangt. Und auch die Erkenntnis ist zutreffend, weil man das auch dank Unterstützung unserer Rettungsorganisationen macht, haben wir intensive Befragung, dass wirklich das Schwimmverhalten der Kinder im Ries, wo wir eine ganz andere Bäderstruktur haben, deutlich anderes ist als im südlichen Landkreis, wo mehr Möglichkeiten bestehen, das Schwimmen in einem Hallenbad zu erlernen. Was wir mittlerweile auch geschafft haben, es gibt jetzt doch Fördermittel, aller Voraussicht nach. Da sind wir einen guten Schritt weiter. Zum einen haben wir es über die kommunalen Spitzenverbände geschafft, lieber Wolfgang Fackler, dass der Freistaat Bayern ein Förderprogramm auflegen wird. Es stehen 20 Millionen Euro bereit. Das Förderprogramm ist in Vorbereitung. Der Wolfgang Fackler wird noch berichten, was da möglich ist. Es gibt auch die Möglichkeit, an Bundesmittel heranzukommen. Lieber Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, vielen Dank für die großartige Initiative diesbezüglich. Er hat es jetzt ja bewiesen, bei der Krone in Oettingen oder beim Hallenbad in Nördlingen, dass es auch gelingen kann, an Bundesmittel heranzukommen. Auch da werden wir heute drüber erfahren. Wir wissen jetzt auch, was so ein Bad kostet. Das werden wir heute ebenfalls noch hören, und zwar wie hoch die Investitionskosten sind, aber auch mit welchen Betriebskosten wir rechnen müssen. Wir haben jetzt Zahlen vorliegen. Damals war noch viel Spekulation dabei. Also die 3,5 Millionen, die da genannt worden sind, die müssen Sie streichen. Die stimmen so nicht mehr. Das war eine erste Hausnummer. Sie werden heute hören, welche Mittel für notwendig erachtet werden. Wir
haben auch die Möglichkeit, dass wir einen Zweckverband gründen können mit mehreren Gemeinden. Und hier auch die Besonderheit, der Förderverein hat sich bereit erklärt, er würde auch mitmachen in diesem Zweckverband. Also auch das soll man bei der weiteren Diskussion nicht außer Acht lassen. Und noch ein weiterer Punkt, das war auch so eine Idee von mir, weil der Landkreis sich am Bad finanziell nicht beteiligen kann und darf, aber wir wollen trotzdem Mitverantwortung übernehmen. Es entstand der Gedanke, doch hier für unseren einmaligen tollen Geopark ein Besucherzentrum einzurichten, vielleicht in unmittelbarer Nähe des Bades. Auch da wird eine Machbarkeitsstudie gemacht, die mit Liedermitteln gefördert wird, die ist in Arbeit und untersucht, ob ein groß angelegtes Besucherzentrum, das dann auch überregional die Touristen anzieht, ob das hier gangbar umsetzbar wäre, und zwar entweder als Neubau oder auch in den Räumlichkeiten des Klosters entsprechend. Also es ist viel passiert und heute stehen wir schon vor einer gewissen Wegmarke. Um was geht es heute? Das möchte ich jetzt abschließend noch kurz vorstellen und da auch auf den Ablauf kommen des heutigen Abends. Wir hören jetzt dann von Herrn Winter und von der Frau Klügel von Fritz Planung, mit welchen Investitionskosten zu rechnen ist. Sie werden uns das erläutern, rund 20 Minuten. Dann wird der Herr Wolf aus unserem Haus, der sich auch sehr intensiv eingebracht hat, kurz ein paar Ausführungen machen, was davon in Eigenleistung erbracht werden könnte. Danach hören wir von Wolfgang Fackler, welche Fördermöglichkeiten des Freistaats bestehen könnten. Und dann vom Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange, welche Fördermittel des Bundes möglich wären, wobei wir hier von alternativen Förderungen reden, also entweder oder. Ja, und dann haben wir den Part Investitionskosten. Das ist das eine, was kostet es, das Bad instand zu setzen. Und der zweite Part ist, mit welchen Betriebskosten ist jährlich zu rechnen. Und da werden wir zunächst in einer Analyse von der Frau Gudorf hören, zu welchem Ergebnis sie gekommen ist. Auch das wird knapp 20 Minuten dauern. Wir hören danach eine Berechnung, die der Förderverein mit seinen Helferinnen und Helfern vorgenommen hat, mit welchen Betriebskosten sie rechnen. Und damit Sie auch ein Bild machen können, habe ich die Frau Lechner aus unserem Haus von der Kommunalaufsicht gebeten, im Anschluss daran mal vorstellen, was denn unsere Bäder im Landkreis, die wir haben, an Betriebskosten jährlich verursachen. Ja, das ist viel Information, stellen Sie sich darauf ein. Wir haben es zeitlich so abgestimmt, dass wir Sie da jetzt nicht überfrachten wollen, aber ein bisschen beanspruchen müssen wir Sie schon. Sie können sich dann ein Bild machen, in etwa, was steht an Investitionskosten, was steht an Betriebskosten, und überleiten in die Diskussion mit einigen grundsätzlichen Ausführungen wird dann der Bürgermeister Hermann Schmidt, Vorsitzender der VG Ries. Danach diskutieren wir, es werden dann alle, die hier einen Vortrag halten, dann auch für die Diskussion zur Verfügung stehen. Also stellen Sie da Ihre Fragen, und wie gesagt, wir werden dann einen Cut machen, den öffentlichen Teil beschließen, und wenn dann noch Bedarf besteht, können wir die Diskussion nicht öffentlich fortsetzen. Es muss heute niemand eine Entscheidung treffen, dass er sagt, ja, wir sind dabei, nein, wir sind nicht dabei. Ziel ist es, dass Sie mit dieser Information nach Hause gehen, und die können wir Ihnen in der Fülle, in der Vielseitigkeit nur heute geschlossen geben. Es ist unmöglich, dass hier alle Referenten noch in den einzelnen Stadt- oder Gemeinderäte kommen. Und von daher haben wir Sie alle eingeladen, wir freuen uns, dass Sie alle da sind, und Zielrichtung wird dann sein, dass Sie sich in Ihren Gremien in den nächsten Wochen damit auseinandersetzen, ob Sie bereit sind, an so einem Zweckverband mitzuwirken. Das ist eingangs von meiner Seite. Ich hoffe, liebe Mitglieder der Arbeitsgruppe, ich habe alles, was jetzt für den Ablauf wichtig ist, gesagt. Ansonsten könnten wir es noch nachholen, aber dann würde ich jetzt Sie, Herr Winter, und Frau Klügel von Fritz Planung bitten, uns vorzutragen, mit welchen Investitionskosten für eine Ertüchtigung des Almarins zu rechnen ist. Dankeschön.
Auch von meiner Seite aus, guten Abend, meine Damen, meine Herren. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Wir dürfen Ihnen heute die Ergebnisse unserer Studie zur Sanierung Ihres Almarin vorstellen. Mein Name ist Gerold Winter, ich bin Bauingenieur, Prokurist der Fritz Planung GmbH, seit etwa 30 Jahren dabei und beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema Bäderbau. Mitgebracht habe ich heute die Frau Glügel. Die Frau Glügel ist Architektin, war maßgebend an der Erstellung der Studie beteiligt, wird nachher die wichtigsten Ergebnisse vorstellen. Mitgebracht habe ich weiterhin von unserem Nachunternehmer, der DSBG, die Frau Gudorf. Die Frau Gudorf wird einige Erläuterungen zu den Betriebskosten machen. Ich darf Ihnen zunächst unser Büro vorstellen. Die Fritz Planung GmbH wurde 1951 durch Herrn Erwin Fritz gegründet. Wir sind nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen mit zwischenzeitlich 110 Mitarbeitern an 5 Bürostandorten in Baden-Württemberg und einem in Nordrhein-Westfalen. Etwa die Hälfte unserer Mitarbeiter beschäftigt sich mit dem Bereich Bäderbau, die andere Hälfte mit dem Bereich Trinkwasserversorgung, Trinkwasseraufbereitung, kommunaler Tiefbau und Infrastruktur. Neben Architekten, Innenarchitekten haben wir Bauingenieure beschäftigt, wir haben aber auch Elektroingenieure, Ingenieure der Heiz- und Lüftungssanitärtechnik, der Verfahrenstechnik, der Badewassertechnik, wir haben Vermessungsingenieure, wir haben Landschaftspfleger, Geologen, sodass wir in der Lage sind, auch komplexe Bauwerke mit eigenem Personal zu planen und zu realisieren. In den vergangenen 40 Jahren wurden durch uns etwa 150 Bäderprojekte realisiert, ca. 80% davon sind Sanierungen. Wir sind, haben Sie mitbekommen, ein reiner Badplaner, der diese Bauwerke schlüsselfertig plant und übergibt. Neben der eigentlichen Planung beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Energieeffizienz. So durften wir für das Bayerische Landesamt für Umwelt diesen Leitfaden erstellen, Energieeffizienz in Schwimmbädern. Zur Einstimmung auf das heutige Thema ein paar wenige Referenzen. Hier die Sanierung des Donaubades Wonnebar, gemeinsam betrieben durch die Städte Ulm und Neu-Ulm. Hier ein Neubau in Nordhessen, Bad Enbach, die Landbadlandtherme. Noch ein kurzer Blick nach innen. Dann hier an der Ostsee, das Entdeckerbad. Wenn Sie zur Seite rausschauen, sehen Sie die Ostsee. Dann hier die Erweiterung des Sportbades der Stadt Neckarsulm. Und hier die Sanierung des Naubades der Stadt Langenau. Dann der Neubau des Ostkraft-Rexi-Bades in Schondorf. Dann noch ein paar Freibäder, das Freibad West der Stadt Nürnberg, bestehend aus 7 Außenbecken. Das Freibad der Stadt Kalf-Stammheim und dann noch 2 Wettbewerbe, daran beteiligen wir uns auch regelmäßig. Hier das Neckarbad der Stadt Stuttgart, da haben wir den 2. Platz gemacht. Und dann hier in Würzburg das Nautiland, da haben wir den 1. Platz gemacht, sind im Moment dabei an der Realisation. Sie sehen, im Bäderbau sind wir bundesweit unterwegs, hingegen im Thema Wasseraufbereitung, Wasserversorgung im süddeutschen Raum. So, nun kommen wir zu Ihrem Bad. Genau, am Anfang einer Studie steht immer die Analyse des Bestands, insbesondere in der konstruktiven, bautechnischen Hinsicht. Und später gehe ich dann auf die Analyse des Raumprogramms ein, das Sie da haben, um dann schließlich am Schluss die Variante vorzustellen, die Sanierungsvariante mit ihren Kosten, also einer groben Kostenschätzung und dann auch noch die reinen Energiekosten, die das Bad jährlich hervorrufen wird. Zum Bestand, das Almarin hat ein 25 Meter Becken, 5 Schwimmbahnen, angeschlossen ist ein ganzjähriges Außenbecken an der südöstlichen Gebäudeecke. Wir haben ein Außenplanschbecken in den weitläufigen Außenanlagen. Im Moment befindet sich noch eine Sauna
im Untergeschoss angeschlossen und es ist eine kleine Gastronomieeinheit angeschlossen. Das Ganze befindet sich in Hanglage, insgesamt auf 3 Ebenen angeordnet. Die unterste Ebene ist dabei die Badeebene, die dann in 3 Stufen oder 2 großen Tiefenstufen zum Umkleidebereich geht. Und ein weiteres Niveau bildet ein etwas später hinzugekommener Anbau, der nochmal Umkleidemöglichkeiten beherbergt. Das Schwimmerbecken oder die Schwimmhalle und die Umkleiden sind voll unterkellert, in Massivbauweise gebaut, während die Schwimmhalle mit einem Holzdach überspannt ist, mit Leimholzbindern, die eingeschossigen Bauten oder die Umkleidebauten sind mit Fachwerkträgern überspannt und der später dazugekommene Anbau ist nicht unterkellert. Wir haben dann den Bestand untersuchen lassen durch einen Bautechniker. Das hat das Büro Katzmeier und Team in Oberlengening gemacht. Da ist also die Betonstruktur untersucht worden und auch die Hölzer, die verbaut sind, insbesondere die Leime der Leimholzbinder. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir wissen von vielen Bädern, die eben in dieser Bauzeit erstellt worden sind, dass es Probleme mit den Klebern gab, mit den Leimen gab. Das Ergebnis ist, es sind sogenannte MOF-Kleber verwendet worden, die an sich nicht wasserbeständig sind, die aber für die Nutzung im Schwimmbad zugelassen sind. Das Einzige, was beim Betrieb beachtet werden muss, dass bestimmte klimatische Bedingungen eingehalten werden, was sich über die Lüftungsanlage steuern lässt. Also die Klimabedingungen in der Halle dürfen später 30 Grad nicht übersteigen und eine relative Luftfeuchtigkeit von 60%. Dann zu der Betonstruktur. Im Grunde über alle Flächen im Durchschnitt bescheinigt uns der Gutachter eine gute Betonstruktur. Wir haben weitestgehend ausreichende Betondeckung und auch das Eindringen des Chlores, die Karbonatisierung liegt noch oberhalb der Bewehrung. Aber selbstverständlich gibt es durch Undichtigkeiten im Beckenbereich, in den Fugen zwischen dem Beckenumgang und dem Becken und auch durch einige andere feuchte Schäden einzelne Bereiche, die Chlorid belastet sind, wo auch die Bewehrung angegriffen wird oder angegriffen worden ist. Da sind auch bereits eine Sofortmaßnahme genannt worden. Aber grundsätzlich ist die Betonstruktur nach wie vor gut und die Schäden lassen sich durch Sanierung beheben. Die Kosten haben wir grob geschätzt und in die Kostenkalkulation mit einfließen lassen. Ein wichtiger Punkt bei einer Sanierung ist natürlich auch die Bauphysik. Also die energetische Sanierung des Bades muss hinterher die NF erfüllen. Da wird das Einschalten im Rahmen der Sanierungsmaßnahme eines Bauphysikers unumgänglich sein. Im Moment ist der Bestand weitgehend ungedämmt. Auch ausreichende Dampfsperren sind nicht vorhanden. Und auch die Glasfassade erfüllt in keiner Weise die heutigen Anforderungen. Was man machen wird bei der Sanierung, ist eben die Glasfassade komplett erneuern und auf den heutigen Stand bringen. Oder in Bädern empfehlen wir da eine Dreifachverglasung mit einem sehr guten Wärmedämpfwert und auch die Dampfdichtigkeit ist ein sehr wichtiges Thema, dass da nicht durch Ausdringen von Dampf eben Energie verloren geht. Und dann werden eben entsprechend die Dämmstärken an Wand und Decke stark aufgebaut, eventuell eine Sockeldämmung oder Innendämmung im Kellerbereich. Dann ein wichtiges Thema bei einer Sanierung sind immer die Schadstoffe, die verwendet worden sind. Bei der Erstbegehung sind jetzt keine Verdachtsmomente aufgetaucht, dass ein größeres Vorkommen von Schadstoffen in dem Bad
naheliegt. Von daher ist auf einen Schadstoffgutachter jetzt im Rahmen der, Machbarkeitsstudie verzichtet worden. Für die Sanierung würde aber da wieder ein Schadstoffgutachter hinzugezogen werden müssen. Aber es ist so, da die Sanierung ja eine grundlegende Sanierung sein wird, geht es hier im Wesentlichen um die fachgerechte Planung der Entsorgung. Und es fallen keine zusätzlichen Kosten dadurch ein, dass jetzt Bereiche saniert werden müssten, die eigentlich noch verwendet werden können. Aus Erfahrungswerten unserer vieler Wälderprojekte haben wir einfach Entsorgung oder Schadstoffsanierungskosten in die Kostenprognose mit aufgenommen. Auch der Brandschutz muss im Rahmen der Sanierung untersucht werden. Da das Gebäude aber eingeschossig ist, ist es eigentlich kein Problem, von jedem Punkt des Gebäudes Fluchtwege nach außen zu führen. Meistens wird so ein Bad als ein Brandabschnitt realisiert, weil durch die Lüftung sehr viele Durchdringungen, beispielsweise der Geschossdecke vom Technikbereich in die Schwimmhalle vorhanden sind, sodass sich da keine mehreren Brandabschnitte ausbilden lassen. Ein einziges Fragezeichen ist noch bei der Gastronomie, weil da eben dann wahrscheinlich mit heißen Fetten hantiert werden würde. Und da muss eben untersucht werden, welche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes da ergriffen werden sollten. Auch dafür ist ein Kostenansatz in der Grobkostenschätzung enthalten. Dann kommen wir zum Raumprogramm. Da ist also jetzt anhand der Wasserfläche eine Gegenüberstellung gemacht worden. Man sieht hier die Tabelle zwischen dem Bedarf und dem Bestand, wo eben genau untersucht worden ist, von den Stellplätzen über die Garderobenschränke bis hin zu den Duschen, wie viel Quadratmeter, wie viel Anzahl Schränke und so weiter tatsächlich benötigt würde für das Bad. Weitestgehend sind die angebotenen Flächen ausreichend. Es gibt ergänzenden Bedarf bei der barrierenfreien Erschließung. Also ich habe gerade gesagt, das Bad ist in drei verschiedenen Niveaus sozusagen angeordnet. Und es gibt im Bestand keine Möglichkeit für einen Rollstuhlfahrer beispielsweise diesen Niveauunterschied zu überbrücken. Das kann man bei der Sanierung entweder durch den Anbau einer Rampenanlage in Griff kriegen oder eben durch das Einbauen einer Hebeanlage. Dann empfehlen wir wieder die Trennung von Barfuß- und Stiefelgang, die aufgegeben worden ist bei dem Anbau der zusätzlichen Umkleidemöglichkeiten, Sammelkabinen eben für Schulklassen in ausreichender Menge anzubieten. Dann fehlen im Bestand auch Umkleide- und Sanitärräume für eben die Menschen mit Handicap. Es sind nicht Duschen in ausreichender Anzahl vorhanden. Der Sanitär- oder Erste-Hilferaum ist zu klein. Und es gibt auch keine Räumlichkeiten fürs Badepersonal, was vorgeschrieben ist, dass eben das Badepersonal eigene Räumlichkeiten hat, zum Waschen, Toilettenräume und auch Aufenthaltsmöglichkeiten. Beim Innenausbau sind wir von den Kosten davon ausgegangen, dass sozusagen ein Rückbau auf die Tragstruktur erfolgen muss. Ansonsten sollten die jetzt analysierten Mängel am Raumprogramm oder an der Anzahl von vorgeschriebenen Duschen und so weiter umgesetzt werden. Dann muss im gesamten Bereich eine funktionstüchtige Abdichtung gewährleistet werden. Eine energetische Sanierung muss umgesetzt werden und eben die technischen Installationen auf den Stand der Technik gebracht werden. Die einzelnen Technikgewerke, da haben wir zum einen die Badewasseraufbereitung. Es ist so, dass sich seit dem Erbauungszeitraum die Richtlinien oder die Normen geändert haben. Die Beckenumwälzung und die Durchströmung der Becken angeht. Und es ist so, dass in keinem der drei Becken eine diengerechte Durchströmung gegeben ist. Wir haben in allen drei Becken hohlliegende Fliesen und die
Abdichtung ist nicht mehr funktionstüchtig durch Rissbildung oder ähnliches. Hier sieht man mal ein Badewasserschema von drei verschiedenen Becken, wo eben also drei verschiedene Kreisläufe mit Filtration und Desinfektion und so weiter gezeigt sind. Die Anlagen für die Badewassertechnik sind entweder nicht mehr vollständig vorhanden oder sie sind unterdimensioniert oder eben einfach zu alt. Aus dem Grund werden die Anlagen neu aufgebaut, Filtertechnik, Desinfektion, Verrohrung, aber auch so Dinge wie Mess- und Regeltechnik. Ja, Gleiches ist im Grunde für die Sanitärinstallationen zu sagen. Es sind nicht mehr alle Anlagenteile komplett vorhanden. Manche Regelwerke oder die Normen haben sich geändert, auf die muss man reagieren. Und die Anlage ist aufgrund auch ihres Alters, Verrohrung, Verschmutzung, Inkrustationen und so weiter komplett zu erneuern. Und so ist es auch in den Kosten hinterlegt. Gleiches gilt im Wesentlichen für die Lüftung. Neue Lüftungsgeräte sollten über eine Wärmerückgewinnung verfügen, sodass man eben dann im Betrieb einiges an Energiekosten spart. Hier werden jetzt für die Variante, die ich vorstelle, zwei Lüftungskreislaufe vorgestellt. Das ist einmal die Schwimmhalle und dann die Umkleide zusammen mit den Duschen und den Nebenräumen. Aufgrund der modernen Geräte, die wesentlich größere Bauhöhen haben, als das früher üblich ist, ist es leider so, dass die Raumhöhe in den Kellergeschossen nicht ausreicht, um die Lüftungsgeräte dort unterzubringen, sodass man entweder ein einfaches Gebäude neu aufbauen muss oder die Lüftungsgeräte eben dann auf dem Dach mit entsprechenden statischen Verstärkungsmaßnahmen aufstellen muss. Bei der Heizung ist es im Grunde ähnlich, komplette Demontage der alten Anlagen, der Öltank wird stillgelegt, es ergibt ein komplett neues Energiekonzept, wo verschiedene Varianten untersucht wird, wie das Bad am besten energetisch in Zukunft zu betreiben ist. Beheizung wird hauptsächlich über die Lüftungsanlage erfolgen und die Regeltechnik wird eben komplett erneuert werden müssen. Auch bei der Elektrotechnik ist es so, dass durch diese Woche Almarin momentan die Anlagen größtenteils funktional sind, aber einfach nicht mehr auf dem Stand der Technik. Es sind auch sehr viele sicherheitsrelevante Anlagen, die erneuert werden müssen, wie zum Beispiel, es fehlt eine Brandmeldeanlage, es gibt keine Videoüberwachung, die Sicherheitsbeleuchtung ist nicht ausreichend, überhaupt die Beleuchtungsstärke ist zu niedrig und so weiter. Genau, also es ist ein kompletter Neuaufbau der elektrotechnischen Anlagen mit Anpassung an die aktuellen Normen und Vorschriften zwingend. So, jetzt sehen wir hier die Minimalvariante. Wir haben also hier, nehme ich den Präsenter vielleicht auf. Wir sehen also hier das Foyer, wo die kompletten Einbauten von Kasse und Gastronomie herausgenommen wird. Also wir haben ja schon gehört, wir haben einen großen Kostendruck, sodass die ursprünglich mal geplanten Varianten mit Beibehaltung des bestehenden Raumprogramms verworfen worden sind und man sich auf die wirklich reine Funktion des Schwimmens konzentriert. Im Foyer wird eine automatische Kassenanlage aufgebaut und dann haben wir hier den Zugang zum Stiefelgang vorne mit Föhnplätzen und hier schließen sich dann die Wechselkabinen an mit gegenüberliegenden Schränken. Hier im hinteren Bereich gibt es einen Rollstuhlwechselplatz oder einen Stellplatz für Kinderwagen. Dann haben wir hier angeschlossen eine Umkleidemöglichkeit für die Badegäste mit Handicap und im Anschluss einen Sanitärraum. Die Duschen und Sanitärräume haben wir umgebaut oder umorganisiert, sodass man also für jedes Geschlecht einen Vorraum hat mit entsprechenden WC-Anlagen und einer ausreichenden Anzahl an Duschen. Durch den Verzicht des Solarium-Bereiches, der nicht mehr genutzt wird, ist es gelungen, den Erste-Hilfe- bzw. Aufsichtsraum auf die entsprechende Größe zu bringen.
direkt vom Foyer aus zugänglich ist dann der Bereich der Sammelkabinen, sodass Schulklassen dort direkt sozusagen abzweigen können und dann von hier eben das Bad betreten. Ansonsten, wie gesagt, der Bereich Anbau, den haben wir jetzt erstmal geschlossen. Der ist nicht rückgebaut, der bleibt jetzt erstmal verschlossen, kann eventuell einer anderen Nutzung zugeführt werden, vielleicht auch einem Betreiber für einen badähnliche Nutzung. Die Außenbecken werden stillgelegt, auch das Außenplanschbecken wird stillgelegt und die Gassen, wie gesagt, auch. Investitionskosten dafür. Haben wir in der Kostengruppe 100 bis 600, 4,72 Millionen Nettokosten und das beläuft sich dann inklusive der Baunebenkosten und Mehrwertsteuer auf die 7,309 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis, da sind also jetzt die reinen Energiekosten, Wartungskosten, Betriebsmittelkosten übers Jahr gerechnet, beläuft sich diese Variante auf 189.000 oder knapp 190.000 Euro im Jahr. Das war's von unserer Seite. Herr Winter, Frau Kögel, vielen Dank. Das heißt, auf den Investitionskosten für die Minimalvariante, Sie haben es gehört, wir haben Außendecken, Sauna und Gaststätte weggelassen, 7,3 Millionen Euro. Und jetzt wird der Herr Wolf Ihnen aufzeigen, was davon in Eigenleistung erbracht werden könnte und zu welcher Kostenreduzierung das dann führen könnte, wenn die Eigenleistungen so dann auch tatsächlich erbracht werden können. Wolf, bitte schön, und ich würde dann vorschlagen, dass ich nicht jetzt mal heraus muss, dass dann unmittelbar danach der Abgeordnete des Bayerischen Landtags, Wolfgang Fackler, über die Situation berichtet, was die Förderung durch den Freistaat Bayern an was eine eventuelle Förderung der Freistaat Bayern anbelangt. Und gleich im Anschluss, Uli Lange, würde ich dich bitten, dann zur Bundesförderung einige Ausführungen zu machen. Das sind die Betriebskosten noch zur Erläuterung, die 189.000, das sind jetzt also nur die Kosten für Wasser, Strom, was tatsächlich dann an Kosten anfällt für den Unterhalt des Bades, das erfahren Sie noch gesondert später von der Frau Gudrun. Also erstmal wichtig, zu merken, 7,3 Millionen und der Herr Wolf sagt, was davon in Eigenleistung möglich wäre. Bitte. Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, in Anbetracht der trotz allem sehr hohen Kosten haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir in dieser schwierigen Situation die Kosten reduzieren können. Es war vom ersten Moment aus klar, dass die Kosten wirklich maximal reduziert werden müssen. Also selbst die Kosten, die wir jetzt als Minimalsanierungskosten genannt bekommen haben, müssen unserer Meinung nach noch reduziert werden. Die Reduzierung praktisch der Anlage, die reicht eben so nicht aus, sondern wir müssen einfach noch zusätzlich reduzieren und das schaffen wir am besten über Eigenleistung. Bei Eigenleistung ist aber wirklich einiges zu beachten, nämlich die Sicherheit darf nicht außer Acht gelassen werden. Der Helferkreis ist sehr wichtig. Der Zeitfaktor ist ebenfalls sehr wichtig, weil Sie müssen sich vorstellen, der ganze Bauablauf darf ja insgesamt auch nicht gestört werden, weil das würde eher noch zusätzliche Kosten generieren. Und dann natürlich, ganz wichtig bei so einem Bad, die Ausführung, die muss natürlich insgesamt stimmen.
Und am Ende von meiner Ausführung dann natürlich auch die Frage an Sie, wie schaffen wir es gemeinsam? Maximale Kostenreduzierung, das bedeutet für uns, wir haben uns Gedanken gemacht, wie machen wir das, wie schaffen wir das mit der Eigenleistung überhaupt? Wir sind dann aufgrund der Schwierigkeiten, die ich Ihnen gerade ja schon genannt habe, sind dann zum Ergebnis gekommen, wenn man Eigenleistung machen muss, dann muss man die Arbeiten möglichst separieren. Das heißt, die Arbeiten, die in Eigenleistung geleistet werden, die darf letztendlich nicht mit den ausführenden Firmen kollidieren, weil das sonst Probleme macht. Und wir haben über den Förderverein die Möglichkeit ausgearbeitet, dass man den Außenbereich weitgehend in Eigenleistung machen kann, weil da eben die Arbeiten gut zu trennen sind und vom Gebäude, nicht nur die Arbeiten mit dem Gebäude kollidieren. Das, was Ihnen schon genannt wurde, das war ja letztendlich die Gaststätte und die Sauna, auf die müssen wir leider momentan verzichten. Und bei den Eigenleistungen ganz besonders wichtig ist, man muss das natürlich auch ganz klar sehen. Der Vorteil der Eigenleistung ist die Kostenersparnis, aber man hat natürlich auch, gerade aufgrund der Dinge, die ich Ihnen vorhin genannt habe, hat man Besonderheiten, die man also auch wirklich beachten muss. Und eine der Besonderheiten, das ist eben die Sicherheit am Bau. An der Sicherheit am Bau, da darf es absolut nicht mangeln. Das heißt, man muss auch ganz klar sehen, die Leute, die am Bau sind, die müssen entsprechend versichert werden. Die Gesetze und Verordnungen sind einzuhalten. Und das, was ich Ihnen vorhin schon genannt habe, man muss sich eben bei dem Aspekt dann Tätigkeiten überlegen, die man separieren kann und braucht aber insgesamt natürlich eine qualifizierte Bauleitung. Weil letztendlich eben auch die Qualität im Gebäude hinterher keinen Schaden nehmen darf und auch stimmen muss letztendlich. Bezüglich dem Helferkreis haben wir dann im Grunde im Vorfeld mit dem Helferkreis eine Liste erstellt und haben die Qualifikation zusammengestellt der Personen, die praktisch die Möglichkeit haben. Und wir haben dann im Anschluss eben die Einsatzmöglichkeiten uns überlegt. Das, was ich Ihnen schon genannt habe, das Wichtigste ist natürlich der Zeitfaktor. Da ist eben wichtig die persönliche Verfügbarkeit, das heißt, nicht jeder hat nicht immer Zeit und es muss dann letztendlich auch in den geregelten Bauablauf eingepasst werden. Und insgesamt muss man natürlich Behinderungen ausschließen, dass also die Firmen ihre Arbeit machen können, ohne dass Schwierigkeiten auf der Baustelle auftreten. Die Ausführung ist natürlich ganz besonders wichtig, das ist im Grunde mal auch zu überlegen, wie komplex ist eine Arbeit oder ein Arbeitsgang, hat eine Arbeit oder eine Ausführung letztendlich mit Mängelfolgen zu kämpfen, muss man Gewährleistung erbringen und dann letztendlich natürlich noch die Frage, ob es eine Einschränkung vom Vergaberecht gibt. Die Einsparprognose. Bei der Einsparprognose, wir haben es ja vorhin gehört, bei der Minimalversion ist es 7,3 Millionen. Wir haben dann die Zahlen im Grunde genommen und die Möglichkeiten des Fördervereins uns genau überlegt, und zwar gewerkescharf, und sind dann im Grunde genommen trotz allem zu einer sehr erheblichen Möglichkeit gekommen, wie man über Eigenleistung hier einsparen kann. Also wir haben letztendlich ungefähr 900.000 Euro als mögliche Einsparungsmöglichkeit und letztendlich dann Gesamtkosten von 6,3 Millionen Euro. An dieser Tabelle wird Sie natürlich relativ wenig sehen auf die Entfernung. Da können Sie mich im Anschluss an die Veranstaltung auch im Detail dazu fragen. Ich habe das natürlich nur in Papierform da und kann dem einen oder anderen das erklären, den es interessiert. Wichtig zu wissen ist einfach, dass man hier gewerkscharf getrennt hat zwischen Lohn und Material
und eben sich genau anhand den Zahlen, die vom Förderverein gekommen sind, genau überlegt hat, wo man wirklich Eigenleistung machen kann und wo es eben nicht geht oder wo nur in geringer Form Eigenleistung erbracht werden kann. Und die Möglichkeit, das war's jetzt. Okay. Die Möglichkeit haben Sie jetzt von meiner Seite aus gesehen, wer sich im Detail dafür interessiert. Wie gesagt, der kann hinterher im Grunde an mich detaillierte Fragen stellen und ich versuche das, so gut es geht, anhand der Tabelle zu erklären. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank und werte Herren und Damen Kommunalpolitiker, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend und wie es der Herr Landrat gesagt hat, soll ich ein paar Worte zu möglichen Förderungen durch den Freistaat Bayern Ihnen darlegen. Ich sage an der Stelle vorab, ich glaube, es haben wir auf jeden Fall mal einen Stand der Dinge und es ist auf jeden Fall eine gute Basis, um hier weiterzumachen. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, gut, Schwimmen ist für uns alle wichtig, darum sind wir heute gleich auch alle da. Und ich sage an der Stelle auch einmal vorab ein herzliches Dankeschön an alle, die das bisher ermöglicht haben. Förderverein, Landratsamt, VG Ries. Ich denke, dieses Miteinander kann und muss das Erfolgsrezept von diesem ganzen Projekt sein und auch werden. Zu den Förderungen kann ich vorab folgendes Fazit Ihnen auf jeden Fall mitteilen und ich meine, das kann man doch durchaus mit guter Berechtigung sagen. Der Freistaat Bayern, der wird am Ende des Tages auf jeden Fall einen Zuschuss leisten. Das möchte ich auf jeden Fall an der Stelle schon mal festhalten, sei es jetzt über Schulschwimmförderung, sei es jetzt über einen allgemeinen Topf, den wir ganz extra für dieses Thema Schwimmbäder geschaffen haben, oder sei es jetzt dann möglicherweise auch über das Thema des Bundesprogramms. Ich möchte Ihnen das ganz kurz erläutern, weil Ausgangspunkt ist auch der. Wir haben uns, ja gut, nicht erst seit letztem Jahr mit dem Thema Schwimmbädern beschäftigt im Bayerischen Landtag, sondern wir beschäftigen uns wahrscheinlich schon seit 10 Jahren oder vielleicht sogar schon seit 30 Jahren im Bayerischen Landtag mit dem Thema. Und in den letzten 5 Jahren haben wir selbstverständlich auch sehr viel uns mit diesem Thema beschäftigt. Weil wir wissen es ja alle, wir hören es ja auch alle, es gibt überall Bäder im ganzen Freistaat, in ganz Deutschland. Es gibt überall Sanierungsbedarf, Sanierungsstau und das muss letztendlich auch irgendwo gelöst werden. Und wir wissen alle, es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten, aber das interessiert ja eigentlich auch im Endeffekt niemand, sondern es geht darum, wie können wir es lösen. Also, ich sage es nochmal, der Freistaat Bayern wird einen Zuschuss leisten, in welcher Form und in welcher Höhe auch immer, das werden wir sehen. Schwimmbadförderung. Wir haben im letzten Jahr eine Arbeitsgemeinschaft Schwimmbadförderung errichtet, weil wir sagen, Schwimmen ist Freizeit, Schwimmen ist ein Mehrwert, Schwimmen ist auf jeden Fall auch Gesundheit und Schwimmen ist auch ein Teil Bildung. Und deswegen gibt es bei uns ganz allgemein im Tatbestand der kommunalen Finanzierung seit vielen, vielen Jahren schon den Tatbestand des Schulschwimmens. Das ist immer wieder rauf und runter diskutiert worden. Bisher war die Regelung 60 Schulklassen. Im Sonderfall, wenn es Bestandsschutzregelung galt, waren es die 40 Schulklassen. Und Förderorientierungssatz waren hier auch immer 50% der förderfähigen Kosten, der förderfähigen Ausgaben. Was das letztendlich ist, förderfähige Ausgaben, das müssen die Experten klären. Die sitzen da drüben und wissen das besser. Also förderfähige Ausgaben sind auf jeden Fall immer die notwendigen Kosten. Notwendige Kosten, da gehört auf jeden Fall nicht Spaß, Sauna, Gaststätte oder Ähnliches mit dazu.
50%, wie gesagt, ist der Förderorientierungssatz, wenn es um das Thema des Schulschwimmens geht. Und nachdem wir ja immer wieder gehört haben, das mit den 60 Klassen, das geht ja gar nicht, 40 Schulklassen geht auch nicht, haben wir gesagt, okay, diesen Tatbestand müssen wir etwas aufweichen, diesen Tatbestand müssen wir offener gestalten. Und jetzt ist es so, wir haben den Doppelhaushalt im Freistaat Bayern, den werden wir im Mai verabschieden. Wir haben aber bereits die Haushaltsberatungen gehabt, die haben alle stattgefunden, Anfang April. Und es ist letztendlich so, das Anhörungsverfahren über die neuen Förderrichtlinien hat jetzt gestartet. Und das Schulschwimmen, wie gesagt, ist nach wie vor eine wesentliche Voraussetzung, aber der Tatbestand wird offener weiter gestaltet. Das heißt, wenn man die Mindestklassenanzahl nicht schafft, wenn man auch keine interkommunale Zusammenarbeit schafft, wenn in der Nähe kein Schulschwimmbad vorhanden ist, dann wird es auch hier im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches eine Einzelfallprüfung in Zukunft geben. Also, das sind die neuen Kriterien in diesem Bereich, ein offener gestalteter Tatbestand, ist wie gesagt noch in der Verbändeanhörung und ist erst ab Juni dann endgültig bekannt, endgültig raus und erst ab Juni kann man sich dann auch auf das ganz klar bewerben. Sollte, weil wir ja dann auch wissen, es kann immer noch zu Diskussionen führen, es kann immer noch ein Problem sein, schafft man jetzt die Klassenanzahl oder ist nicht doch irgendwo in der Nähe ein Schwimmbad. Sollte jetzt dieser Tatbestand nicht zum Zug kommen, haben wir als Abgeordnete, Herr Landrat, das sind jetzt staatliche Mittel, die wir zur Verfügung stellen, haben wir als Abgeordnete gesagt, brauchen wir einen Sondertopf. Dieser Sondertopf, den haben wir auch aufgelegt. Da werden jedes Jahr 20 Millionen drinstehen und zwar bis zum Jahr 2024, 20 Millionen jedes Jahr. Das ist klar, die Laufzeit, die haben wir festgelegt. Also hängt natürlich auch immer davon ab, dass wir die Haushalte beschließen müssen, aber 1920 ist beschlossen, 21, 22, 23, 24, die werden kommen und da werden jedes Jahr die 20 Millionen drinstehen. Allgemeine Schwimmbadförderung, das war ein Ergebnis aus der Arbeitsgemeinschaft Schwimmbadförderung, wo wir Sonderprogramm zur Förderung der Sanierung kommunalen Bäder aufgelegt haben. Wie gesagt, freiwillige Leistungen vom Freistaat Bayern und ausschließlich staatliche Mittel, keine Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Und diese Förderung wird auf jeden Fall greifen. Also die wird greifen, wenn jetzt eben das Schulschwimmen nicht zustande kommt, dann gibt es eben diese Ersatzförderung und da ist der Fördersatz 30% der förderfähigen Ausgaben. Jetzt sind wir wieder beim Thema förderfähige Ausgaben. Was ist förderfähig? Nur die absolut notwendigen Kosten. Wie gesagt, das müssen am Ende des Tages die Experten dann auch klären. Also ich kann es nur noch mal sagen, wir werden von Seiten des Freistaats Bayern einen Zuschuss leisten. Ich denke, auch das ist eine durchaus wichtige Sache, weil wir auch wissen, es geht um Solidarität, es geht um Mitwirkung, es geht um Gemeinschaftlichkeit, es geht darum, dass wir gemeinschaftlich dieses Werk zu einem Erfolg bringen. Ich sage an der Stelle, ich versuche meinen Beitrag in dem Sinne zu leisten im Freistaat Bayern. Und weil ich das vorhin auch nochmal angesprochen habe, in jedem Fall, es gibt, wie gesagt, entweder die Schulschwimmförderung, es gibt die Sondertopfförderung oder, das wird der Kollege Lange jetzt ausführen, die Bundesförderung, soziale Integration im Quartier. Da kommen 75% vom Bund und 15% werden hier vom Land kommen. Und das ist, wie gesagt, alles alternativ, entweder die Schulschwimmen oder der Sondertopf oder die Bundförderung. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall hier einen Zuschuss. Der Freistaat Bayern ist ein Akteur. Hauptakteure sind selbstverständlich die Kommunen. Darum sind wir heute, glaube ich, auch abends alle da. Und ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Kommunen mitmachen werden. Weil mir ist auch klar, Mönchengladbach allein wird es nicht schaffen, sondern wir brauchen viele kleine Schritte. Wir brauchen Ausdauer, wir brauchen Beharrlichkeit
Wir brauchen einen Schulterschluss, um das Ganze zum guten Ende zu bringen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Abend, lieber Herr Landrat, lieber Wolfgang Fackler, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderäte. Ich freue mich, dass auch aus dem benachbarten Landkreis Dillingen einige zu uns gekommen sind. Und weil es vorhin hieß, der halbe Landkreis, ich würde sagen, wenn man bis Münster da ist, ist es der ganze Landkreis, der heute Abend hier in Möttingen ist. Herzlich willkommen zu dieser Informationsveranstaltung. Ich darf zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Das wirkt heute Abend ein bisschen so, als ob das so einfach gewesen wäre, wo wir heute stehen. Und deswegen zunächst mein Dank an den Förderverein, an den Herrn Bergold und den Herrn Gump. Ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes, insbesondere Herr Wolf, Frau Lechner. Was der Herr Wolf hier gerade so ein bisschen in trockenen Zahlen gezeigt hat, da steckt schon sehr viel harte Arbeit und sehr viel interne Diskussion, auch mit diversen staatlichen Stellen dahinter. Ein Dankeschön an die Vertreter der VG Ries, die wir im bisherigen Prozess auch dringend benötigt haben, und ein Dankeschön an die ganze Arbeitsgemeinschaft und die ganze Arbeitsgruppe Almarin. Ich will das heute Abend so deutlich sagen und einfach mal um einen Applaus für all die bitten, dass wir nach einem Jahr, nachdem wir so herrlich schwimmen konnten, heute Abend überhaupt hier sein können. Dankeschön. Ja, ich soll jetzt ein paar Sätze sagen zur Förderung, zur Städtebauförderung. Städtebauförderung, das sagt der Name, für die Insider, ist immer eine Förderung, Beteiligung aus Bund, Land und Kommune. Das heißt, es zahlt einer nicht 100%. Mir ist schon klar, wenn ich heute hier oben stehe, wäre Ihnen das natürlich allen am liebsten, wenn ich jetzt käme, würde sagen, 100% zahlt Berlin. Dann wären wir uns alle einig und dann würden wir es zumindest einmal bauen. So einfach ist es leider nicht. Von Seiten des Bundes haben wir mit dem Bundeshaushalt 2018 erstmals die Schwimmbadförderung aufgenommen in ein Städtebauförderprogramm, und zwar in ein Sonderprogramm. Das Programm heißt Soziale Integration im Quartier. Warum betone ich das so ausdrücklich? Ich bitte mir danach zu sehen als Bundespolitiker, dass es natürlich nicht originäre Aufgabe des Bundes ist, über Deutschland hinweg Schwimmbäder zu bauen und zu erhalten. Deswegen tun wir uns in Berlin immer schwer, neue Tatbestände in Städtebauförderprogramme aufzunehmen. Und ich sage das deswegen auch so deutlich, weil dieses Programm Soziale Integration im Quartier ein sogenanntes Sonderprogramm ist, also kein permanent laufendes Städtebauförderprogramm, so wie kleine Orte, Stadtumbau, Denkmalschutz und die wir aus der Kommunalpolitik sonst alle kennen, sondern es ist ein Sonderprogramm, über das der Bund jedes Jahr neu entscheidet, ob er es überhaupt weiter auflegen möchte. Deswegen war der Sondertatbestand auch nur in einem Sonderprogramm unterzubringen. Dargestellt worden, dieses Programm umfasst für Bayern ca. 34 Millionen Euro. Das ist jetzt ein bisschen was, aber natürlich, der Kollege Fackler hat schon
über den Sanierungsstau Land auf, Land ab, und zwar nicht nur in Bayern, sondern natürlich in ganz Deutschland gesprochen, ist das immer so ein berühmter Tropfen. Das wissen wir auch, und trotzdem sind wir froh, dass es uns überhaupt gelungen ist, hier ein Signal zu setzen. Ziel dieses Sonderprogramms ist die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wie besser als beim Sport. Es ist ursprünglich ein Programm, das aus dem Bereich von Sportanlagen, Bildungseinrichtungen kommt. In Gemeinden und besonders, was wir besonders honorieren, in Gemeindeverbünden. Das heißt, immer dann, wenn sich mehr als eine Gemeinde in diesem Programm bewirbt. Es ist ausdrücklich ein reines Programm der Sanierung, auch da kann ich an den Kollegen Fackler anschließen. Es wird nur finanziert von Seiten des Staates dort, wo wir sanieren, also keine Gaststätte und kein Alles on Top. Und es wird ebenfalls, und das wird ja im Laufe des heutigen Abends sicher auch noch ein Thema sein, es wird nicht der tägliche Betrieb mitfinanziert. Es geht ausschließlich und allein um eine Förderung der Sanierungsmaßnahmen. Jetzt weiß ich, dass die 90% überall immer schon im Raum stehen, weil es so schön heißt in der sogenannten Verwaltungsvereinbarung, bis zu 90% der förderfähigen Kosten. Diese 90% setzen sich zusammen aus 75% zahlt Berlin, 15% muss München zahlen und 10% die Gemeinde oder der Gemeindeverbund. Das ist der Optimalfall. Aber ganz offen, der Optimalfall ist der Optimalfall und der realistische Fall ist, dass es nicht 90% sind. Das will ich auch einfach mal ganz offen, wenn wir heute so eine Veranstaltung machen, sagen. Sonst heißt der Lange hat gesagt, da gibt es 90% und es müssen immer 90% sein. Jeder Bürgermeister, jeder Gemeinderat weiß, dass die Sätze natürlich dann auch im Zusammenhang mit Projekten, mit Gestaltung, mit Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter zu verhandeln sind. Warum Städtebauförderung? Lieber Bürgermeister, klar, also Mönsteggingen ist jetzt keine Gemeinde, die grundsätzlich Zugang zur Städtebauförderung im üblichen Sinne hat. Städtebauförderung habe ich gerade schon genannt. Normalerweise wäre für eine Gemeinde, wir haben das in dem Film vorhin so schön gesehen, für die Größe der Gemeinde würde man eher an Dorfsanierung oder sonstige Programme denken und nicht an Städtebauförderung. Städtebauförderung deshalb, weil solche Anlagen nur aus der Städtebauförderung und nicht aus der Dorfentwicklung finanziert werden können. Das muss man einfach wissen und deswegen muss die Gemeinde Mönsteggingen auch in das Programm der Städtebauförderung aufgenommen werden. Das ist nämlich der erste Schritt. Und wir konnten da in den Vorgesprächen klären, es ist eher unüblich, um nicht zu sagen, es sind uns nicht allzu viele Beispiele eingefallen, wo Gemeinden in dieser Größenordnung Hallenbäder haben, sodass wir da im Vorfeld durchaus auf Verständnis gestoßen sind. Und es ist ein relativ singulärer Fall. Die Städtebauförderung, und da erlaube ich mir einen kleinen Einschub aus Sicht des Bundes, die Städtebauförderung in dieser Form haben wir für die Haushaltsjahre 18, 19 und voraussichtlich 20. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ab 2021 beim Bund hier man mit einer Neuordnung der gesamten Städtebauförderung rechnet, und wie wir als Bund mit solchen Projekten in Zukunft umgehen, lasse ich ganz bewusst an dieser Stelle offen. Ja, ich habe schon gesagt, die Gemeinde Mönsteggingen hat sich auf diesen Weg dieser Städtebauförderung gemacht, atypisch für die Größe der Gemeinde. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön, dass man überhaupt als Gemeinde und Gemeinderat den Weg geöffnet hat, dass wir heute Abend über sowas überhaupt diskutieren können. Denn wenn die Gemeinde den Antrag auf Städtebauförderung nicht stellt, dann wäre zu dem Zeitpunkt das Thema zumindest dieses Programms soziale Integration im Quartier erledigt gewesen. Soweit danke
dir, lieber Bürgermeister, und deinem Gemeinderat, dass wir heute hier stehen können. Wie geht's weiter? Ja, ich glaube, dass die meine Damen und Herren, gehört schon auch aus dem Gemeinderat einer solchen kleinen Gemeinde schon gut dazu, sich auf den Weg der Städtebauförderung mit integrierten Stadtentwicklungskonzepten, was man da alles hinterlegen muss, überhaupt auf diesen Weg zu machen. Wie geht's weiter? Der Antrag bei der Regierung von Schwaben ist gestellt, sowohl zur Städtebauförderung wie für das Einzelprojekt. Die Regierung von Schwaben, also von Augsburg, wandert der Antrag nach München ins Staatsministerium für Bau und Verkehr oder Verkehr und Bau, ich weiß nicht, wie es ist, zu unserem schwäbischen Kollegen Hans Reichert. Dann wird es dort geprüft und wenn er dort, sage ich mal, durch die Prüfung kommt, wandert der Antrag bis Berlin. Und wie es dann weitergeht und welcher Zeitrahmen dann zu veranschlagen ist, da bin ich nach meinen letzten Erfahrungen der beiden Programme von Krone und Hallenbad Nördlingen noch vorsichtiger geworden. Da waren immer wieder schon vor Wochen und Monaten Entscheidungen angesetzt und es hat dann immer wieder gedauert. Meine Damen und Herren, es ist ein langer, es ist ein schwieriger Weg, für den hier von uns keiner einen Erfolg versprechen kann. Auf der anderen Seite möchte ich auch so deutlich sagen, wer es nicht versucht, hat schon verloren. Wir haben die Diskussion in Oettingen geführt und wir haben die Diskussion in Nördlingen geführt. Auch da muss es dann relativ schnell jeweils gehen. Und die Gemeinde Münsteggingen hat ebenfalls so schnell gehandelt. Ich möchte auch noch mir den Hinweis erlauben, dass wir mit diesem Programm, Herr Oberbürgermeister, faul in keinerlei Konkurrenz zu Nördlingen getreten sind oder treten werden. Ich bitte wirklich zu unterscheiden, es sind unterschiedliche Programme. Meine Damen und Herren, wir haben in Berlin, wie es ausschaut, jetzt auch in München, mit dem jetzigen Haushalt Möglichkeiten geschaffen, Kommunen bei der wichtigen Aufgabe ihrer Schwimmbäder, ihrer Hallenbäder zu unterstützen. Klar ist, dieses Almarin, an das wir uns alle oder die meisten von uns gern und gut erinnern, steht in Münsteggingen. Ich kenne aus der ganzen Region die Diskussion, das ist halt eine kleine Gemeinde irgendwo am Rand. Das ist richtig. Aber ich sage auch in der Deutlichkeit, schaffen kann es Münsteggingen nicht allein. Sinn und Zweck solcher Programme sind Gemeindeverbünde und entweder man steht zusammen und macht sich auf den Weg, ansonsten, lieber Karl Wiedemann, ich sage das auch als jemand, der jetzt in letzter Zeit relativ viel versucht hat, hier Wege zu öffnen, für euch alleine ist es kein Weg. Es kann nur ein gemeinsamer Weg sein und nur so hat man, glaube ich, auch eine Chance. Es kann nur eine behutsame Revitalisierung sein. Ich denke durchaus mit einer guten Perspektive und mit vielen von uns einfach Freude am Schwimmen, an der Freizeitmöglichkeit. Das wollen wir, da wollen wir alles dazu tun. Landrat, Landtagsabgeordneter, ich, jeweils jeder von uns auf seiner Ebene. Wir müssen aufpassen, erlauben Sie mir bitte diesen Hinweis, dass wir, ich bin ja auch mit den entsprechenden Stellen in Kontakt, in keine Henne-Ei-Diskussion kommen. Kommt von hier das Signal. Dann gibt es die Förderung oder muss erst die Förderung auf dem Tisch liegen und dann sagt man hier, dann machen wir es. Meine Damen und Herren, Signale müssen am Ende zunächst immer die aussenden, die in den Genuss einer Förderung kommen wollen. Die Vorarbeit haben wir in vielen Punkten geleistet. Wir arbeiten gerne mit. Wir unterstützen alle gerne. Ich würde mich freuen, wenn wir das Projekt Almarin vielleicht, so ambitioniert es auch sein mag, zu einem Projekt der Region machen können. Und nochmal,
Wer es nicht versucht, hat schon verloren. Ein bisschen Mut, ein bisschen Risiko, dann probieren wir es. Und wenn es uns gelingt, ist es umso schöner, dann freuen wir uns. Aber versuchen, den persönlichen Satz, erlauben Sie mir, versuchen sollten wir es auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, vielen Dank, lieber Ulrich Lange, lieber Wolfgang Fackler. Das war jetzt die Information zu den ersten Komplexinvestitionskosten. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben uns verständigt auf die Minimalvariante, weil alles andere uns jetzt nicht realistisch und machbar erschien. Eine Sanierung des Bades, 7,3 Millionen Euro. Wenn das mit den Eigenleistungen so klappt, wie es der Herr Wolf gesagt hat, aufgeführt hat, im optimalen Fall können wir uns 900.000 Euro einsparen, dann wären wir bei rund 6,4 Millionen Euro. Und jetzt gibt es Fördermöglichkeiten, Sie haben es gehört, optimal wäre natürlich das Programm, das der Ulrich Lange aufgeführt hat, wenn wir hier reinkommen täten. Wir haben alles getan, dass das der Fall ist, und es hieße dann im optimalen Fall 90% der förderfähigen Kosten. Wir können es jetzt nicht näher beziffern. Wir müssen das jetzt mal so mitnehmen, aber Sie haben Oettingen im Auge, Sie haben Wörtlingen im Auge. Uli Lange hat es geschafft, gemeinschaftlich mit vielen, vielen anderen, da wirklich die Weichenstellung, die politischen hinzubekommen, dass hier erhebliche Fördermittel fließen können. Also wir freuen uns natürlich und hoffen, dass uns hier dieses Förderprogramm der Städtebauförderung zugutekommt. 34 Millionen Euro gibt es dafür ganz Bayern. Also wenn es gut läuft, bräuchte man natürlich da den gesamten schwäbischen Ansatz. Aber wir nehmen jetzt mal mit, es besteht die Möglichkeit, dass wir da ganz erhebliche Fördermöglichkeiten bekommen. Sie haben bitte Verständnis, wir können es nicht genau beziffern. Es kommt noch was dazu, auch das können wir heute unmöglich genau beziffern. Wir wären für einen Teil der Kosten auch vorsteuerabzugsberechtigt, für einen Teil, das muss genau aufgeschlüsselt werden, sodass man auf jeden Fall, ich fasse es jetzt mal so zusammen, den ersten Teil, Investitionskosten haben, wenn das mit der Förderung klappt, wenn das klappt, die in Summe gemeinsam machbar sein könnten, machbar sein dürften. Das ist ein Generationenprojekt. Das ist ein Projekt für die ganze Region, das kriegt man natürlich nicht geschenkt. Und ich meine, dann bei Förderung, bei guter Förderung, ist es auch eine einmalige Chance, ein Bad für dieses Geld, für diesen Einsatz dann wieder hinzubekommen. Das ist jetzt Teil 1. Jetzt haben wir aber Teil 2. Und da darf ich überleiten, jetzt geht es um die jährlichen Betriebskosten. Und da darf ich Sie, Frau Kudorf, zunächst einmal um Ihre Ausführungen bitten. Wir machen dann vielleicht auch gleich nahtlos weiter. Der Förderverein wird danach darstellen, was Sie sich hier vorstellen können, was man auch wieder einsparen könnte, welche Möglichkeiten Sie sehen, hier diese Betriebskosten zu reduzieren, auf welchen Betrag Sie sich vorstellen können zu kommen. Und als drittes wird dann die Frau Lechner von uns, von der Kommunalaufsicht, mal unabhängig jetzt vom Almarin darlegen, was denn die Bäder oder ausgewählte Bäder im Landkreis an jährlichen Betriebskosten haben. Also jetzt Teil 2, jährliche Betriebskosten, zunächst Frau Kudorf. Weil was wir gerade lang und breit gehört haben, waren genau ein Viertel der Lebenszykluskosten, die dieses Schwimmbad, die Kommunen, die umliegenden Gemeinden oder auch eine Kumulation daraus kosten würde. Was ich jetzt vorstelle, sind 3/4 der Lebenszykluskosten so eines Schwimmbades. Das heißt, jedes Jahr Kosten, die auf die einzelnen Kommunen zukämen. Nun habe ich hier erlebt, was ich selten gesehen habe, und zwar Engagement, dass wir als sogenanntes als Public Value, als öffentlichen Mehrwert verstehen. Das heißt,
Sie schaffen hier was für die Region, für die Bevölkerung, für den Säugling bis zum Greis, der sich im Wasser bewegen kann. Sie stehen damit im demografischen Wandel, Sie tun damit etwas ganz Tolles. Nur leider sind Schwimmbäder teuer. Schwimmbäder sind die teuerste Sportimmobilie, die sich eine Kommune überhaupt leisten kann. Dementsprechend schauen wir doch mal, was auf Sie zukäme. Vielleicht vorab, mein Name ist... das sollte ich Ihnen auch zeigen. Der funktioniert schnell. So, mein Name ist Marie Ludorf, ich bin Projektleitung bei der DSBG. Die DSBG gibt es seit rund 50 Jahren und wir betreiben verschiedene Schwimmbäder. Wir bieten das ganze Spektrum, wir begleiten oftmals Planungen von Schwimmbädern, wo es dann um so Abstimmungen geht, bis hin zum Pre-Opening, wo wir ein Betriebskonzept erstellen und wo wir entsprechend diese Betriebskonzepte mit Zahlen hinterlegen. Architekten sollen nicht nur Denkmäler bauen, sondern finanzielle Verantwortung übernehmen für das, was sie bauen. Das hat unser Gründer schon vor 50 Jahren gesagt und das versuchen wir jeden Tag. Aktuell betreiben wir 6 Bäder in ganz Deutschland, vom kleinen Sportbad mit angeschlossener Sauna bis hin zur großen Sauna-Wellness-Therme. Das tun wir in ganz Deutschland und haben an die 150 Machbarkeitsstudien erstellt, davon alleine 35 mit meiner Mitwirkung in den letzten 5 Jahren. So. Ich bin zu schnell oder dieses Ding ist zu langsam. Wie gehen wir nun vor? Zunächst einmal möchten wir natürlich wissen, wie viele Gäste würden potenziell dieses Bad, das Sie hier geschaffen haben oder Sie hier schaffen wollen, besuchen. Dazu nutzen wir das Programm Regiograph. Das Programm Regiograph spuckt uns diese Karte aus und diese Karte zeigt uns, aus welchem Gebiet kommen unsere Gäste überhaupt. Und diese Isochronen verstehen sich als Regionen gleicher Fahrzeit, Postleitzahlengebiet scharf. Das heißt, wer kann in 10, 20 und 30 Minuten das Bad überhaupt erreichen? Diese Zahlen werden uns dann hier ausgespuckt, und zwar in der 10, 20 und 30 Minuten Isochrone. Diese Zahlen sind für uns ganz wichtig. Hier sind GfK-Daten hinterlegt. Haushaltsgrößen, Kaufkraft, Ethnität, Geschlecht. Diese Dinge sind ganz wichtig, wenn es um das Nutzerverhalten geht. Denn wir möchten wissen, aus welchem Grund besucht jemand unser Bad. Aus dem Grund, frei zu baden, aus dem Grund, ein Sportbad zu nutzen, Freizeit und Erholung zu erleben oder in die Sauna zu gehen. Dazu muss man wissen, vom Verhalten sind 50% der Badnutzer Freizeitnutzer. Die kommen nicht, um 20 Bahnen zu ziehen, sondern, wie wir es vorhin so toll im Video gesehen haben, die kommen, um ins Becken zu hüpfen und einfach eine tolle Zeit zu verleben. Aus diesen verschiedenen Gründen kommen sie und insgesamt haben wir ein Potenzial, das dieses System ausspuckt, von 58.000 Leuten, die in diesen 30 Minuten leben. Das heißt, das Bad mit ihrer Ausrichtung würde der lokalen und der regionalen Bevölkerung zugutekommen, überregional allerdings wenig ausstrahlen. Nun haben wir das Ganze mit Daten hinterlegt, wie viele Leute nutzen überhaupt ein Bad und wie oft kommen sie in dieses Bad. Und wenn man das mit den entsprechenden Nutzerzahlen kombiniert, kommt man auf ein unbereinigtes Badegastpotenzial von 172.797 Nutzungen im Jahr. Warum unbereinigt? Sie sind leider nicht auf einer grünen Wiese und sie sind auch nicht unendlich attraktiv. Es gibt immer zwei Dinge, die die eigene Attraktivität und das Nutzerverhalten beeinflussen. Das eine ist das Raumprogramm, das Sie gestalten. Sie bauen kein Freibad, dann kommt kein Freibadgast. Sie bauen keine Sauna, dann wird auch kein Saunagast kommen. Und das zweite ist, wie viel nehmen Ihnen eigentlich Schwimmbäder in der Umgebung an Nutzern weg? Und das ermitteln wir, indem wir eine relativ detaillierte oder eine sehr detaillierte Konkurrenzanalyse machen. Hierzu nutzen wir die Quelle des Bäderatlasses. Das hat die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen aufgesetzt. Da sehen Sie mal, Sie sagen, Sie haben gar nicht so viele Bäder in der Umgebung, ein paar sind es doch. Und wir suchen uns die raus, die für Sie am relevantesten sind und schauen ganz spezifisch rein. Hier mal ein Beispiel, Nördling, wir haben es heute gehört. Wir schauen uns an, wie weit ist die Stadt weg? Was für Kapazitäten, also welche Raumprogrammelemente hat sie, wie sind die Eintrittspreise gestaffelt. Das ist für uns insbesondere dafür wichtig, als dass wir gleiche Eintrittspreise, Eintrittserlöse errechnen wollen und dafür orientieren wir uns auch, was nehmen eigentlich die Schwimmbäder in der Umgebung, damit wir da angepasst sind.
Welche Öffnungszeiten gibt es? Und hier gibt es schon eine Besonderheit. Dienstags, Mittwochs, erst ab 14 Uhr geöffnet. Etwas, das Sie sich auf die Fahne geschrieben haben in Mönchsdeggingen. Wir haben jeden Tag, den ganzen Tag auch für die Öffentlichkeit auf. Keine Frage, auch ein Selbst, ein USP, ein Unique Selling Point. Dann gibt es Besonderheiten und dem Ganzen geben wir einen Konkurrenzfaktor. Der Konkurrenzfaktor wird dann wichtig, wenn wir in die einzelnen Postleitzahlen hineingehen und dort abziehen, wie viele Gäste kommen oder eben nicht. Dann sind wir zurück bei unserer Potenzialanalyse, die Sie gerade schon gesehen haben. Unbereinigtes Badegastpotenzial, 172.000 Nutzungen im Jahr. Das jetzt mal durchlaufen lassen. Was zieht mir mein eigenes Raumprogramm ab? Freibad, lokal noch nicht so viel, überregional natürlich fast alles, Freizeit und Erholung. Und dann die Marktabschöpfung der Konkurrenz. Wenn Sie ein Freibad haben, dann wird Ihnen lokal so schnell keiner was wegklauen. Wenn Sie jedoch überregional gucken, ist es schon deutlich mehr. Gleiches gilt fürs Sportbad. Eine Sauna haben Sie nicht, hier müssen wir keine Marktabschöpfung berücksichtigen. Das heißt, es entsteht eine Reduktion um diesen Faktor, sodass das reale Badegastpotenzial für die vorgestellte Sanierungsvariante des Sportbeckens unseren Berechnungen zufolge bei knapp 30.000 Nutzungen im Jahr liegt. Nun sehen Sie hier, dass bei dem Freibad auch eine kleine Zahl liegt. Ja, das haben wir berücksichtigt, dass man die Fassaden öffnet und dass man die Freibadwiese, die da ist, einfach auch mal nutzt, um in der Sonne zu liegen. Und was auch nochmal spannend ist, ich hatte es gerade gesagt, wir wissen, dass rund 50% der Nutzer kommen, um Freizeit zu verbringen und eben nicht Sport zu schwimmen. Immerhin noch 11.000 Leute würden das 25 Meter Becken im Jahr nutzen, um einfach dort eine gute Zeit zum Planschen zu verbringen. Das ist für uns ganz wichtig, dieser erste Schritt, dieses ganz genaue Analysieren, wie viele Gäste kommen, weil danach ist eigentlich nur noch einfache Mathematik gefragt, da wir jetzt die Erlöse berechnen. Hierfür erstellen wir ein Tarifkonzept. Zum Tarifkonzept komme ich jetzt schon mal und gleich auch nochmal, wenn es um Personalkosten geht. Dieses Tarifkonzept ist so konzipiert, dass aktuell eine Kassenkraft an der Kasse sitzt. Denn je komplexer Sie ein Tarifkonzept aufbauen, desto mehr Unterstützung braucht sein Badegast, wenn er das aufruft. Je einfacher es ist, desto eher können Sie einen Kassenautomat hinstellen, der eben keine Personalkosten frisst. Hier sind wir nun von einem 2-Stunden- und einem Tageskartentarif ausgegangen. Sie sehen hier eine Gruppenkarte. Wir merken mehr und mehr deutschlandweit, dass es schwierig ist, die Familienkarte zu verkaufen. Denn es gibt nur einen einzigen Nachweis, der zeigt, dass Sie eine Familie sind und das ist Ihr Stammbuch. Und ich war noch nie in einem Schwimmbad, wo jemand sein Stammbuch mitgebracht hat. Das heißt für uns, wenn zwei Nachbarn jetzt kommen mit zwei Kindern, die gleich alt sind und uns erzählen, sie sind aber ein gleichgeschlechtliches Paar, haben wir keine Chance und müssten sie trotzdem reinlassen. Und deswegen nennen wir die Karte gleich Gruppenkarte, nur dass sie nicht sich wundern, es ist die Familienkarte gemeint. Das Ganze lassen wir nun durch eine Tariferlösprognose laufen. Hier teilen wir die Besucher nach Sportbad und Frei- und Freizeitbad auf, öffentliche Badegäste und Schulen und Vereine. Leider gab es keine belastbaren Zahlen mehr dazu, wie viele Schüler zuletzt wirklich das Almarin besucht haben. Hierzu müsste eine Sonderfrage erfolgen. Wir sind jetzt einfach mal von unserer Prognose von 20.000 Schülern ausgegangen. Dann lassen wir diese Tarife durch verschiedene Systeme laufen. Wie viele Leute kommen wochentags und am Wochenende zu Ihnen, sodass wir insgesamt brutto bei 116.612 Euro an Erlösen sind. Jetzt müssen wir dem Ganzen nochmal 10% Gruppenrabatte sozusagen, Pauschalrabatte einräumen. In unseren Bädern haben wir so ungefähr 9,7% Rabatte, die wir bemerken bei unseren Tariferlösen. Die fließen ein und aus brutto und den Gruppenrabatten muss ich netto machen, sodass ich bei rund 100.000 Euro Nettoerlösen im Jahr liege. Wir bieten immer, oder wir sagen, dass es auch einen Shop geben soll im Bad. Dieser Shop ist eng verwandelt mit einer Kassenkraft. Das hat einfach folgenden Grund. Die Kassenkraft hat zwei oder drei Aufgaben, kommt immer darauf an. Die erste Aufgabe ist kassieren. Die zweite Aufgabe ist, wenn sie denn da ist, mal einen Kaffee verkaufen. Und die dritte Aufgabe ist, den Shop betreuen. Der Shop frisst somit keine Personalkosten per se, sondern da gibt es mal eine Taucherbrille, mal Schwimmflügel, vielleicht sogar mal einen Badeanzug. Hier haben wir aus unseren Bädern einfach mal aufgeschlüsselt, wie die Nutzungsintensität so eines Shops wäre, sodass immerhin 2011 Euro Erlöse, ohne dass zusätzlich Kosten entstehen, dazukämen.
Das gleiche gilt für die Kurserlöse. Kurse führen wir in unseren Schwimmbad ganz klar durch, weil die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen die Richtlinie 9405 herausgegeben hat und in der steht, dass wir immer zwei Personen auf einer Schicht brauchen am Beckenrand. Da komme ich gleich im Personalkonzept nochmal genauer zu. Aber da wir immer zwei Personen am Beckenrand haben, haben wir auch eine Person, die, wenn sie keine Wasseraufsicht macht, Zeit hat, Kurse zu geben. Und diese Kurse können sich positiv auf die Erlössituation auswirken, sodass wir insgesamt hier auf 30.000 Euro Kurserlöse im Jahr kämen. Insgesamt haben wir somit 100.000 Euro Eintritte, rund 2.000 Euro aus dem Shop, 30.000 Euro bei den Kursen, sodass wir bei 130.000 Euro Erlösen im Bad liegen. Das ist kein großer Schritt und Sie sehen jetzt zwei Positionen, die gänzlich ausgelassen sind. Der Schul- und der Vereinssport. Natürlich sind das beides Positionen, die ausgewiesen werden müssen, schon kommunalrechtlich, damit keine verdeckte Gewinnausschüttung erfolgt. Diese beiden Positionen kämen also hinzu und würden sich auf die Erlössituation noch einmal positiv auswirken, sobald man denn weiß, wie viele Schüler und auch Vereine das Bad nutzen werden. Das waren die Erlöse. Nun kommen wir zu den Aufwendungen. Zunächst einmal müssen wir mal schauen, wie lange ist das Bad im Jahr geöffnet. Wir haben es schon gehört. Die Intention dahinter ist, wir haben einen Unique Selling Point. Wir möchten von 8 bis 21 Uhr oder sogar bis 22 Uhr an jedem Tag der Woche, im besten Fall 360 Tage im Jahr, das Bad geöffnet haben. Daraus ergeben sich folgende Öffnungsstunden. Diese Öffnungsstunden nehmen wir nun und lassen sie durch eine sogenannte Personalbedarfsprognose laufen. Wir möchten ja wissen, wann muss wie viel Personal vor Ort sein. Da haben wir einmal das Bad und hier haben wir schon möglichst personalreduziert gearbeitet. Hier sehen wir mal, dass morgens um 7 jemand kommt und mit der Reinigung und Technik anfängt, so bis um 8. Jetzt kommt um 8 der erste Badegast, dann muss diese Person, die am Beckenrand steht, nach oben kommen und sich der Wasseraufsicht annehmen. Das funktioniert vielleicht auch bis zur Mittagszeit. Dann ist Übergabe und dann haben wir zwei Personen eingeteilt, weil ab der Mittagszeit erfahrungsgemäß das Besucheraufkommen zunimmt, mehr öffentliche Gäste da sind, mehr Kurse gefragt sind und die 9405 besagt, dass eine Person immer die Wasseraufsicht führt und die andere Person muss zwangsläufig mal eine Pause machen, muss mal eine Verletzung versorgen, muss mal in den Keller gehen und dort sich um die Technik kümmern. Nach unserem Verständnis gelingt dies nur, wenn man immer mit mindestens zwei Personen auf Schicht ist, egal wie komplex oder unkomplex so ein Bad aufgebaut ist. Das ist hier berücksichtigt. Wir sind jetzt von einer gering besetzten Kasse ausgegangen, wie Sie sehen, einmal in den frühen Morgenstunden, wo die Leute kommen, die vor der Arbeit schwimmen gehen und dann wieder in der Starklastzeit im späten Nachmittagsbereich. Das ist kostenoptimiert, kann noch weiter optimiert werden, wenn man sagt, Kassenkraft brauchen wir nicht, wir vereinfachen unser Tariferlössystem oder Tarifsystem und wir lassen einfach einen Kassenautomaten diese Arbeit machen. Dann haben wir eine Reinigungskraft angegeben, auch hier nur die Grundreinigung morgens, bevor die Schulen kommen und abends, wenn alle Badegäste aus dem Bad raus sind. Dieses System bedeutet schon, dass hier in diesem großen Zeitraum zwischendrin auch wiederum eine Person aus dem Bad regelmäßig mal durch die Duschen und Umkleiden gehen muss, um einfach zu schauen, ist dort alles sauber. Auch dieser Posten ist nach TVBD bezahlt. Relativ kostenintensiv, keine Frage. Da geht es selbstverständlich, dass man das ausgliedert und extern vergibt und sich nicht drum kümmert. Wir machen so etwas ungern. Das liegt einfach daran, dass wir Reinigungsfirmen stets hinterherräumen müssen, dass wir ständig anrufen und nach Nachbesserung bitten, dass dieser Unterschied zwischen sauberem und alkalischem Reiniger und der richtigen Desinfektion oft nicht verstanden wird. Und es hört meistens auch bei der Beckenumschaltung irgendwann, wenn man einmal Schaum im Becken hatte, überlegt man sich das. Aber das ist auch eine Position, über die geredet werden kann. Und wir verstehen unser Bad so, dass Bäder keine Verwaltungsimmobilien mehr sind. Das sind Managementimmobilien. Ich brauche jemanden vor Ort, der Entscheidungen trifft. Ich brauche jemanden vor Ort, der sich mal um Rechnung kümmert, der sich mal der Wartung annimmt, der mal Personalgespräche führt, der mal Kursrechnungen bucht, der mal vorkontiert etc. Dafür haben wir in unseren Bädern einen Betriebsleiter und eine Verwaltungskraft. Das haben wir bei Ihnen auch schon kostenoptimiert und haben gesagt, diesen Posten muss eine Betriebsleiter für sich alleine füllen. Und dann haben wir noch jemanden, der sich um den Winterdienst kümmert, der mal den Rasen mäht, der mal eine Pumpe schmiert, der aber auch einfach mal einen Haken in die Wand macht. Das ist der Hausmeister, der für uns unerlässlich ist, weil sonst landet diese Technikaufgabe garantiert wieder hier im Bad.
Und diese Leute sind dann auch irgendwann ausgelastet. Das ist das Personalkonzept, das wir vorschlagen, was sich bewährt hat. Das Ganze lassen wir durch verschiedene Szenarien laufen. Montags bis donnerstags, montags bis donnerstags in den Ferien. Erhöhtes Besucheraufkommen. Freitags, freitags in den Ferien, gleiches Spiel. Samstags, Sonn- und Feiertags, sodass wir insgesamt über das ganze Jahr gesehen, in den Positionen, die ich gerade vorgestellt habe, 11,7 Mitarbeiter im Bad bräuchten, die sich darum kümmern, dass alles reibungslos funktioniert. Und davon sehen wir, ist der große Teil ganz einfach oben im Bad in der Wasseraufsicht, die unerlässlich ist, wenn man die Sicherheit der Badegäste sichern möchte. Das Ganze haben wir dann durch eine Personalkostenprognose laufen lassen, sodass wir bei Personalkosten von 444.000 Euro sind, ohne TVÖD-Aufschlag. Das ist privatwirtschaftlich gerechnet. Warum machen wir das? Wir sind bei Mitarbeitern, die wir im Bad einstellen, mittlerweile dem TVÖD gleich, weil wir einfach einen Personalengpass in Schwimmbädern haben. Wir finden auch kein Fachpersonal mehr und die muss ich gut bezahlen. Aber für uns stellt sich die Frage, muss eine Kassenkraft nach TVÖD bezahlt werden? Wieso geht das nicht auch so wie die Kassenkraft bei Aldi? Danach berechnet sich das. Aber der TVÖD kommt gleich drauf, keine Sorge. Dann haben wir die Betriebskosten, die haben Sie gerade schon gesehen. Wir nennen sie gerne Energiekosten, so tauchen sie in unseren Betriebsplänen auf. Da sehen Sie sie nochmal, die 189.000 Euro im Jahr. Und dann haben wir noch jede Menge andere schöne Aufwandspositionen. Ich stelle mich mal ein bisschen zurück. So, jetzt sehen Sie hier wieder den Personalaufwand, den wir berechnet haben mit dem entsprechenden TVÖD-Aufschlag. Hier haben wir die Energiekosten, die auf Sie zukommen, einen laufenden Werbeetat, Positionen, über die man reden kann. Nur wir verstehen dann schon mal so, dass ich auch meinen Kindergeburtstag anbieten muss, dass ich meinen Flyer drucken muss, dass ich vielleicht sogar mal ein Magazin herausgebe oder einen Radiospot bringe, denn so kommen die Leute zu mir. Pachtzahlungen, Reinigungsmittel, Wartungsaufwendungen, sonstige Verbrauchsmittel, Dienstkleidung, GEZ-Gebühren, Versicherungen, Rechtsberatungskosten. Hier einmal eine Position Overhead. Irgendwer muss die Mitarbeiter im Schwimmbad bezahlen. Das läuft meist kommunal, aber auch da entstehen Kosten. Und dann möchte ich noch auf einige Positionen etwas genauer eingehen. Wir haben einmal die laufende Instandhaltung Bauwerk und die laufende Instandhaltung Technik. Schwimmbäder schreiben wir auf 25 Jahre ab. 25 Jahre Bauwerk, 15 Jahre Technik. Dann ist ein Bad erfahrungsgemäß relativ auf und dann muss man alles einmal erneuert haben. Diese Kosten spiegeln sich hier wieder. Wir nehmen beim Bauwerk 1% der Investitionssumme, die in dieser Kostengruppe entstehen, und setzen sie als jährliche Kosten an. Für die Technik nehmen wir sogar 1,5% an, da wir sie schneller abschreiben. Diese beiden Positionen sind zugegebenermaßen nicht im ersten Jahr fällig. Die werden auch frühestens im fünften Jahr fällig, denn die ersten 4 Jahre haben Sie Gewährleistungsfristen, da zahlen Sie nicht dafür. Aber nach hinten raus wird dieser Betrag eher höher als niedriger, sodass wir von vornherein diese Zahlen schon auffüllen möchten, damit man weiß, was auf einen zukommt. Ausstattung ist einfach mal eine Liege ersetzen, die kaputt gegangen ist, und wir haben diesen Faktor Rückstellungen, Attraktivierungen. Unsere Auswertungen zeigen, dass nach 3 Jahren so ein Bad, in dem nichts passiert ist, relativ unattraktiv wird. Dann kommen weniger Badegäste. Das heißt, alle 3 Jahre muss ich in meinem Bad eine Kleinigkeit verändern, alle 7 Jahre eine Großigkeit. Die Kleinigkeit ist hier berücksichtigt. Wir haben einfach das Problem, wenn die Badegäste nicht können, verschlechtert sich meine Erlössituation, wird mein Bad wieder teurer. Wir versuchen dem direkt entgegenzuwirken, indem wir diese Position dazufügen. So, dass wir insgesamt bei Aufwendungen von 1 Million Euro sind. Das ist ein Brett, keine Frage. Da gibt es bestimmt Positionen, die durch Eigenleistungen, die durch geringere Einsätze reduziert werden können. Aber unsere Schwimmbäder, die wir betreiben, funktionieren genauso. Sodass wir jetzt zum Deckungsbeitrag kommen, Sie ahnen es schon. Bei 49.000 Badegästen im Jahr, Erlösen von 130.000 Euro und Aufwendungen von 1 Million Euro sind wir im operativen Betrieb bei einem Minus von 874.000 Euro. Jetzt stöhnen Sie auf und sagen, um Gottes Willen, es gibt den überörtlichen Betriebsvergleich der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Jetzt muss man dazu sagen, die fragen ab, wie sind denn Ihre Zahlen?
Da würde man die Erlöse vielleicht ein bisschen hoch machen und die Aufwendungen runter, aber wenn das jeder macht, sind wir auch wieder auf dem gleichen Level. Und da reden wir von durchschnittlich ungefähr 500.000 Euro, die so ein Bad- und Deckungsbeitrag 1 eine Kommune kostet. Es gibt Ausreißer nach unten mit 350, es gibt die Ausreißer nach oben mit 750. Dann haben Sie mal einen Vergleich gehört. Leider, beziehungsweise bei Ihnen weiß man es ja noch nicht, inwieweit Sie Förderung bekommen, aber normalerweise müsste jetzt der ganze Investitionskostenwust noch kapitalisiert werden. Und das tun wir jetzt, damit wir zum Deckungsbeitrag 2 kommen. Wir haben die verschiedenen Kostengruppen entsprechend aufgeteilt. Und jetzt kommen noch ein paar Positionen, die einmalig auf Sie zukommen, die wir auch kapitalisieren. Die möchte ich Ihnen kurz erläutern. Wir haben hier ein Pre-Opening drin. Unter Pre-Opening verstehen wir das, was von der Planung bis zum Betrieb erledigt werden muss, damit dieses Bad überhaupt an den Start gehen kann. Und das heißt, da muss sozusagen ein Betriebsleiter von mir aus von Tag 1 in den Planungsrunden dabei sitzen, damit er jede Pumpe beim Namen kennt, damit er genau weiß, wie das Bad später funktioniert. Diese Person muss aber auch das Tarifkonzept ausarbeiten, ein Betriebshandbuch schreiben, die Risikoanalysen, die Gefährdungsbeurteilung etc. pp. Anstreben, damit das Bad rechtssicher an den Start gehen kann. Egal wer diese Leistung erbringt, sie muss gemacht werden. Und es ist mit ungefähr 150.000 Euro zu beziffern. Dann gibt es die Betreiberausstattung, Poolsauger, Liegen, was wir alles so brauchen. Dann brauchen wir ein Marketingkonzept für den Start zum Launchen des Ganzen. Das hört meistens auf, indem ich ein Booklet liegen habe, in dem meine Eintrittspreise stehen. Aber um es in der Bevölkerung bekannt zu machen, brauche ich vielleicht nochmal einen Radiospot. Das Ganze geht weiter mit Schulungen und Inbetriebnahmen. Und da rede ich jetzt von Technikschulung, aber vielleicht auch mal von einer Konfliktschulung oder einer Dienstleistungsschulung für die Mitarbeiter, damit die wissen, was auf einen zukommt. Wir haben einen Energievorlauf, wir haben Eröffnungsveranstaltungen, sodass aus den ehemals 6,1 Millionen nun 6,6 Millionen werden. Die finanzieren wir, 2% Zinsen, 5% Tilgung auf Technik, 3,5 auf Bauwerk, sodass wir nochmal bei 392.000 Euro Kapitalkosten sind, die reduzierbar sind, selbstverständlich, sobald es Förderung gibt. Aber so kommen wir zu einem Deckungsbeitrag 2 von 1,2 Millionen Euro. Hier haben wir aber mal der Verständlichkeit halber runtergerechnet, was am Anfang nicht an Instandhaltung erforderlich ist, das hatte ich gerade gesagt. Die 1,5% laufen Instandhaltung, Technik und Bauwerk. Wir haben die Attraktivierung mal rausgerechnet, sodass Sie am Anfang realistisch beim Deckungsbeitrag 1 von 793.000 Euro und im Deckungsbeitrag 2 ohne Förderung angenommen bei 1,2 Millionen Euro liegen. So viel zu den Betriebskosten. Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich auch kurz vorstellen. Rolf Böckel, Vorsitzender des Fördervereins, zusammen mit meinem Redner. Okay. Wir stellen Ihnen ja jetzt vor, wie wir von der Theorie zur Umsetzung kommen. Das heißt, was haben wir uns gedacht dabei, wie man aus diesen doch beeindruckenden Zahlen ein Konzept machen kann, das letztendlich auch umsetzbar ist und das letztendlich auch dazu führt, dass man dieses Bad auch tatsächlich betreiben kann. Wie Sie alle wissen, sprechen wir hier von einem neuen Bad, sondern wir sprechen von einem Bad, für das wir über 30 Jahre Betriebserfahrung haben. Wir haben über 30 Jahre Erfahrung, was brauchen wir Strom? Wir haben über 30 Jahre Erfahrung, was muss man am Personaleinsatz bedenken? Und wir haben über 30 Jahre Erfahrung, welche Probleme treten auf. Und deshalb möchte ich Ihnen jetzt so den einen oder anderen Punkt jetzt zu diesem Thema vorstellen.
Die grundsätzlichen Unterschiede, die wir aus diesem Gutachten herausgearbeitet haben, sind zum ersten das Besucherpotenzial. Wir haben auf dem Besucherpotenzial aufgesetzt und haben uns die Erlösstruktur in gleicher Weise wie in dem Gutachten bearbeitet angeschaut. Wir haben die Schuldschwimmer erlöswirksam bewertet. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der uns davon unterscheidet, ob wir ein Bad in einer großen Stadt betreiben, wo die Stadt gleichzeitig der Träger aller Schulen ist, Gymnasien, Realschulen und so weiter, und der Bäder, oder ob wir wie hier die Situation haben, dass die kommunalen Bäder in kleinen Gemeinden von Schulen besucht werden, die in anderen Haushalten, nämlich in anderen Gemeinden und in anderen Kommunen oder Städten liegen, oder auch beim Landkreis für die zum Beispiel Gymnasien. Dann haben wir uns angeschaut, wie sind diese Personalkosten zu bewerten. Brauchen wir wirklich knapp 12 Vollzeitmitarbeiter, um so ein Bad zu betreiben? Wir haben uns verschiedene Ausgliederungen und Synergieeffekte angeschaut und wir haben uns zum Schluss die einzelnen Posten der Betriebskosten angeschaut. Sie werden diese Karte aus dem Gutachten vorhin kennen und Sie sehen hier in der Aufzeichnung, dass die 30 Minuten Isochronlinie in dieser Auswertung bei Wechingen endet. Jetzt haben wir heute, denke ich, einen Gemeinderat von Wechingen da. Wo ist der Gemeinderat aus Wechingen? Da sitzen die Kollegen aus Wechingen. Sie wissen, dass Sie von Wechingen nach Mönchsdeckingen keine 30 Minuten fahren. Und dass auch die darüber hinausgehenden Orte noch innerhalb dieser 30-Minuten-Grenze liegen. Woran liegt das? Also wie kommen wir jetzt zu der Erkenntnis, dass das Besucherpotenzial in unserem Fall erheblich größer ist? Es liegt schlicht und einfach daran, dass in unserem ländlichen Bereich die Postleitzahlengrößen, die für diese Untersuchung verwendet worden sind, einen erheblich größeren Bereich abdecken, wie das in einem kleinen Bereich, in einem Innenstadtbereich oder ähnliches ist. Und dadurch gibt es erhebliche Abweichungen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel diese Entfernungen über Google Maps analysieren, und das haben wir gemacht für jede einzelne Gemeinde, in dem Weg, der in ihrem Stand, von ihrem Standort zu der Adresse des Almarins führt, dann kommen wir zu einem Ergebnis am Beispiel Wendling, dass die Entfernung von Wendling hier nur 23 Minuten hierher betrifft. Jetzt jeder, der sich ein bisschen in der Landschaft auskennt, weiß, dass das ein realistischer Weg ist, wie man von Wendling nach Mönchsdeckingen erfährt. Gehen wir eins zurück. Und dadurch ergibt sich für uns in der Berechnung, und diese Tabellen stellen wir Ihnen auch im Nachgang auch zur Verfügung, ein realistisches Besucherpotenzial von etwa 79.000 Besuchern. Jetzt kann man sagen, der Förderverein, der rechnet optimistisch und der macht eine Rechnung auf, um im Endeffekt zum Ergebnis zu kommen. Aber man muss erkennen, dass das langjährige Mittel der Besucher im Almarin in Mönchsdeckingen bei 120.000 Besuchern lag. Das sind keine Zahlen, die irgendwo ermittelt oder geschätzt wurden, sondern das sind die Zahlen, die tatsächlich über 20 Jahre lang im Almarin tatsächlich als Besucher bezahlt haben. Wir sind dann in dieser Besucheranalyse, sind wir den gleichen Weg gefolgt, den das Gutachterbüro aufgezeigt hat. Das heißt, wir haben genau das gleiche gemacht. Wir sind über das Einwohnerpotenzial, über den Nutzeranteil, über die Marktabschöpfung, der Konkurrenz über Schuldschwimmen zu einem realen Badegaspotenzial gekommen. Wir haben jetzt hier noch zwei Dinge nicht berücksichtigt. Zum einen, dass wir, wie von der Frau Gudorf ausgeführt, die Notwendigkeit haben, dass wir nach Möglichkeit keine Zeitkarten mehr verwenden, also beschränkte Karten. Diese Erkenntnis ist in Mönchsdeckingen 30 Jahre alt. Wir haben vor über 30 Jahren am Almarin die Zeitkarten abgeschafft, weil der Kontrollaufwand und das Konfliktpotenzial, dass Sie haben, wenn Sie einen Badegast für 2 Stunden reinlassen und der kommt 2 Minuten zu spät raus, einfach zu hoch ist. Und das müssen Sie mit einer hohen Kassenleistung, mit einer hohen Personalleistung kompensieren, die sich letztendlich damit nicht rechnet. Wir schlagen für die Zukunft auch vor, und das ist eine Erkenntnis, die wir aus der Besucherbefragung der Projektwoche haben. Wir haben die gesamten Besucher in dieser Projektwoche befragt mit einem Fragebogen, was wären Sie bereit für eine Jahreskarte auszugeben? Wie groß ist das Potenzial?
Sie haben vielleicht aus der Presse mitverfolgt, dass wir 1500 Karten für diese Projektwoche verkauft haben und diese 1500 Karten nach weniger als 2 Tagen komplett ausverkauft waren. Das heißt, es ist ein entsprechendes Interesse da und es gibt ein entsprechendes Potenzial dazu. Und was auch wichtig ist, das ist das Schulschwimmen als Kostenfaktor. Das heißt, dass es tatsächlich auch über die Schulzweckverbände oder über die Träger, wie zum Beispiel den Landkreis, finanziert wird. Wir haben eine Arbeitsgruppe Schulen im Förderverein, der das sehr genau analysiert hat, der festgestellt hat, dass es 760 Klassen im Landkreis gibt. Wie stark sind diese Klassen? Und wir haben mit Unterstützung des Landratsamtes und des Schulamtes auch eine Umfrage durchgeführt, wie viel Schwimmen wird angeboten. Und aus dieser Umfrage heraus, aus diesen Daten, können wir sehr genau ermitteln, dass ein sehr hohes Potenzial an Schulschwimmen da ist. Das Potenzial an Schulschwimmen ist erheblich höher, wie die Möglichkeit haben, die wir haben, um das überhaupt in Stunden unterzubringen. Also diese 20.000 Schülereintritte, das sind eigentlich das, was man eigentlich maximal unterbringt. Mehr bringt man gar nicht unter. Wir haben aber ein Mehrfaches an Potenzial an Schulen, die eigentlich nicht genügend Unterrichtsstunden in Schulen haben. Kommen wir zum Sicherheitskonzept. Wir haben über 30 Jahre lang in Mönchslickinger ein Sicherheitskonzept gefahren, ein Personalkonzept in der Badeaufsicht, das so ausschaut, dass ein hauptamtlicher Bademeister das Bad betreut hat, wie das in vielen anderen Kommunen im Landkreis auch üblich ist. Und in Mönchslickinger haben wir zusätzlich die DLRG eingesetzt, die sowohl unter der Woche abends, jeweils von 18 bis 22 Uhr, wie am Wochenende von 10 bis 22 Uhr in 2 Schichten diese Badeaufsicht übernommen hat. Die Ehrenamtlichen haben da in über 30 Jahren, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 150.000 Stunden ehrenamtlich gemacht. Und dieses Potenzial, das ist nach wie vor vorhanden. Und diese Einsatzbereitschaft ist da und die wird uns immer wieder versichert. Das heißt, das Konzept liegt da, dass wir mit einem reduzierten Personalansatz, nicht dem alten Personalansatz mit einem Schulmeister, sondern mit einem vernünftigen Personalansatz, weiterhin arbeiten und dass wir sowohl durch Einsatz von Rettungsschwimmer aus dem Bereich Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr, wie auch mit Ehrenamtlichen, entsprechende Reduzierung der Stellen ermöglichen können. Wir schlagen vor, diese Fachangestellten für Bäderbetriebe genau dafür einzusetzen, für das sie zwingend notwendig sind. Das ist die Kontrolle der Reinigungsarbeiten und das ist insbesondere die Wasseraufbereitung, das Rückspülen der Filter, die Wasserbeprobung und ähnliches. Und eben das Ehrenamt am Wochenende oder am Feiertag oder abends einsetzen. Welche Ausgliederung, welche Synergieeffekte sehen wir? Wir sehen insbesondere in dem Bereich, Sie werden vorhin mit Sicherheit aufgemerkt haben, als wir vorgestellt haben, das Gutachten vorgestellt wurde, dass in Zukunft die Gastronomie und die Sauna nicht mehr weitergeführt werden sollen oder im Prinzip in der ersten Variante nicht mehr gefördert werden. Das ist aus unserer Sicht natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, der zu der Attraktivität dieses Bades beiträgt. Was wollen wir erreichen? Wir möchten, dass diese Gastronomie verpachtet wird, wie das auch früher der Fall war, um durch einen Pächter eine entsprechende Möglichkeit zu haben, dass der diese Gaststelle aus seiner Leistung heraus aufbaut und weiterführt. Gleichzeitig ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Gastronomie weitergeführt wird da oben. Das ist die Rückfallebene für die Problematik des Kassenbetriebes. Wenn der Automat ausfällt, wenn irgendwelche Störungen auftreten, dann hat man über den Gastronomiepächter die Möglichkeit, entsprechend einzugreifen. Wir haben die Wartungskosten analysiert, da kommen wir nachher nochmal drauf. Und wir haben die kaufmännische Verwaltung durch ein Steuerberaterbüro und in Zusammenarbeit mit der VG Lies, die entsprechenden Kostenpositionen festgestellt hat, die Belegzahl festgestellt hat, haben wir das durch ein Steuerberatungsbüro kalkulieren lassen und auch da sind wir entsprechende Potenziale. Die Führung des Bades grundsätzlich einmal zu den Zweckverbandsvorsitzenden bzw. durch ehrenamtliches oder zeitvertragmäßig angestelltes Personal und der Einsatz von geringfügigen Beschäftigten, die man in der Rufbereitschaft oder die man in einer freien Einteilung für Wartungsarbeiten und ähnliches einsetzt. War eins zu schnell.
Betriebskostenpotenziale gibt es noch beim Strom- und Energieverbrauch, der in der jetzigen Berechnung höher liegt wie der Stromverbrauch zu Zeiten, wo das Bad komplett mit der alten Energiebilanz und mit den alten Geräten und komplett mit Sauna und Gaststätte geführt und Freibecken geführt wurde. Wir haben die tatsächlichen Wasserabwasserkosten ermittelt. Wie Sie alle wissen, haben wir hier einen festgelegten Wasserpreis in der VG Lies, dementsprechend berechnen können. Und wir haben gesagt, Werbung und Marketing soll durch das entsprechende Ehrenamt entsprechend geleistet werden oder unterstützt werden. So, jetzt viele Worte, jetzt kommen wir zu den Zahlen. Sehr geehrter Herr Lange, lieber Herr Fackler, lieber Rössle, lieber Charlie, lieber Hermann V., schön, dass du da bist. Liebe Bürgermeisterin, liebe Bürgermeister, liebe Gemeinderäte, liebe Mitstreiter im Förderverein Almarin. Vorab ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und die Mühe gemacht haben, den langen Weg nach Möttingen auf sich zu nehmen. Die Fahrzeiten differieren ja so ein bisschen. Und sich mit dem Thema auseinandersetzen, intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und danke, dass Sie eins geschafft haben, dass die Demokratie lebt. Als ich vor ein Jahr und drei Monaten mein Staking, das erste Mal in der Rose, kann ich mich noch relativ gut erinnern, das Konzept vorgestellt habe, hey, wir machen das Almarin für eine Woche auf, bin ich auf relativ viele unglaubige Augenpaare gestoßen. Nachvollziehbar. Dort stand aber eins ganz, ganz oben an und das war Effizienz, Gemeinsamkeit, anpacken, Ärmel hochkrempeln und Ressourcen nutzen, Ressourcen, die man hat. Mein Name ist Michael Gump, ich habe das gleiche Baujahr wie das Almarin, auch schon ein bisschen in die Tage gekommen. Ich bin Mitglied des Fördervereins Almarin und Initiator von Eine Woche Almarin. Und habe mich die letzten Tage und Wochen vornehmlich mit einem auseinandergesetzt, eine Verifizierung dessen, was wir von Frau Budorf heute vorgestellt bekommen haben. Ich bin relativ umtriebig, bin viel unterwegs durch meine Jobs und immer wenn ich gefragt werde, wo kommst du denn her, dann sage ich aus dem Donau-Ries und dann sagen die Leute, wo ist Donau-Ries, dann sage ich in der Nähe von Deutschland. Und wenn ich jetzt so die Verifizierung dessen, was wir heute vorgestellt bekommen haben, von einem Planungsbüro aus NRW mit Erfahrungswerten von Bädern, die hauptsächlich in NRW sind, dann muss ich das immer weiter manifestieren, diese Aussage. Aber legen wir doch einfach mal los. Sie sehen, der Rolf hat schon vorgestellt, Personaleffizienz. Wir sind in der privilegierten Situation, dass in Mönchengladbach stets die DLRG einen Riesendienst geleistet hat. Unter Anrechnung der Leistungen, wie sie damals stattgefunden haben, das heißt am Wochenende, abends und unter zusätzlicher Unterstützung von BFD und FSJ-Lern, haben wir die Kalkulation von Frau Budorf zugrunde gelegt und haben das abgezogen. Und Sie sehen, wir sind von 374.000 auf 209.000 Euro gekommen. Gelb markiert, Einsparungen. Natürlich, um jetzt nochmal runterzuspringen, haben wir eine Teilkompensation der DLRG-Aufwendungen und eine Teilkompensation in Sachen Personal BFD FSJ von 29.000 Euro. In Summe aber trotzdem eine deutliche Ersparnis, ohne jegliche Qualitätsunterschiede zur Kalkulation von Frau Budorf zur Anwendung zu bringen. In Sachen Personalaufwand, Verwaltung, Technik und Reinigung haben wir alles so gelassen. Meine lieben Damen und Herren, wir sprechen wirklich von 11,5 Planstellen, die das Almarin haben sollte zukünftig. Wie viel waren es damals? 2,5 oder 3?
Also es ist eine gewisse Diskrepanz, es ist ein gewisses Delta dazwischen. Wir haben gesagt, diese 4 Stunden Techniksynergie, also wir haben 4 Stunden Techniksynergie erzielt, indem wir gesagt haben, wir haben einen beaufsichtigenden Festangestellten mit handwerklichen Fähigkeiten, der gleichzeitig unterstützt wird durch Unternehmen, Fachunternehmen im Bereich Schwimmbadbau, im Bereich Elektroinstallation, im Bereich Heizungsinstallation, Lüftungstechnik etc. und haben da die Möglichkeit, das fremd outzusourcen und wie Sie in Zeile 7 sehen, Wartungsaufwand, haben die uns alle Angebote erstellt, verbindliche Angebote erstellt, wie sie die Wartung des Almarins vornehmen würden und sehen würden. Das sind alles Firmen, die uns auch bei einer Woche Almarin unterstützt haben oder schon damals im laufenden Betrieb noch unterstützt hatten. So haben wir eine Teilkompensation im Bereich Technik erzielt. Jetzt haben wir gesagt, die Energiekosten haben wir auch nicht angefasst, obwohl man im Bereich Strom deutliche Einsparungen erzielen kann bei entsprechenden Mengenabnahmen. Wir haben lediglich einfach mal bei der Rieswasser angerufen und haben gesagt, was kostet bei euch eigentlich 1000 Liter Wasser oder Kubikmeter? Und der kostet bei uns halt anscheinend im Land der Seligen deutlich weniger, 1,40 statt 3,27. Das ist das Einzige, was wir bei den Energiekosten jetzt verifiziert haben. Da kommen wir dann nach 168.449 statt nach 190.000. Der laufende Werbeetat, da war ich jetzt so frei, meine Expertise einzubringen. Ich mache da relativ viel in dem Bereich. Da kommt man mit 15.000 Euro im Jahr richtig, richtig weit. Zumindest in unserem Gefilde. Den Wareneinsatz für den Shop haben wir gleich gelassen, haben wir nicht verändert. Was die Leasingraten für Büro und Pkw anbelangt, sind wir uns alle einig gewesen, dass Almarin hatte noch nie ein Auto und wird auch keins bekommen. Relativ einfache Einsparung. Dann haben wir die Reinigungsmittelaufwand. Ich stelle gerne in Kontakt her, Frau Gudorf, die Firma Witti, die Fachfirma, die das Almarin damals schon immer beliefert hatte und auch die Woche Almarin mit ausgestattet hatte, hat uns ein verbindliches Angebot erstellt über 2.975 Euro allumfassende Reinigungsmittel für alle Bereiche. Der Wartungsaufwand, wie besprochen, ist von den entsprechenden Fachfirmen geschätzt worden. Die Verbrauchsmittel haben wir gleich gelassen, haben da keine Änderung vorgenommen. Laufende Dienstkleidung, Leihwäsche haben wir genauso gleich gelassen. Bürobedarf und Porto waren wir so frei, ein bisschen zu reduzieren. Für 2000 Euro kann man relativ viel Papier kaufen, Ordner und Stifte. EZ-Gebühr, Berufsgenossenschaft haben wir genauso gleich gelassen. Telefon- und Faxgebühren finden wir, für 1000 Euro kann man viel telefonieren und faxen. Die Müllgebühren, das finde ich auch relativ evident, wurden mit 5000 Euro angesetzt. Ein Anruf beim Abfallwirtschaftsverband, der die Zahlen vom Almarin damals hatte, also die meiste Entsorgung, also die Jahre, die meisten Entsorgungen hatten, und der jetzige Preis, da kommen wir auf 878,40 Euro. Wir haben noch ein bisschen Puffer reingenommen, was man Sperrmüll etc. hatte, haben sie uns auf 1500 Euro angesetzt. Die Versicherung mit Gebäudeversicherung haben wir angefragt. Sie hatten uns 25.000 Euro ohne Gebäudeversicherung angegeben. Allianz Ruf in Sisslingen hat uns ein Rundum-Sorgenlos-Paket mit Betreiberhaftpflicht, Glasschäden, Brandschäden etc. Mehr kann man nicht versichern, meinten sie, für 12.650,13 Euro angeboten. Bei den Rechts- und Beratungskosten sind wir ein bisschen drüber hinausgeschossen. Da haben wir gesagt, 3.500 reichen uns nicht und sind mit einem Möttinger Steuerbüro, mit dem Martin Löfflert, Steuerberater, eben in Gespräche eingetreten. Der hat uns ein Angebot gemacht, wie er die komplette Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung, das komplette Abschlusswesen eben für uns machen kann, in Abstimmung mit der Verwaltungsfachkraft und dem Betriebsleiter, den wir oben drin gelassen haben, und da kommen wir dann auf brutto 6.426, sparen uns aber, was den Overhead, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, kommunale Verwaltung anbelangt, natürlich einen ganzen Batzen. Wie Sie hier sehen können, sind wir hier auf Null, weil das das Steuerbüro zusammen mit dem Betriebsleiter und der Verwaltungsangestellten übernehmen kann. Die laufende Instandhaltung, Bauwerk, laufende Instandhaltung, Technik, haben wir auch unverändert gelassen, haben nichts dran gedreht, nichts geändert, haben nicht das in Frage gestellt, genauso wie die Ausstattung.
bei den Erlösen, was die Eintrittskosten anbelangt, sind wir von Zahlen ausgegangen, die der Rolf jetzt gerade auch vorgestellt hatte. Wir sind bei, wie viel waren wir, knapp 80.000 jetzt gelandet. Das Almerding hat in den besten Jahren 120.000, 130.000 gehabt. In den allerschlechtesten, in dem es die Gemeinde hatte, lagen wir bei 90.000 Besuchern. Wir haben 5 Euro im Durchschnitt zugrunde gelegt, wobei das eine Mischkalkulation ist. Wir gehen aktuell davon aus, sollte das Projekt hoffentlich realisiert werden, dass die Zweckverbandsgemeinden und deren Einwohner natürlich eine Vergünstigung bekommen oder diejenigen, die nicht dabei sind, halt mehr bezahlen, wie immer man das sehen möchte. Die Einnahmen, nach, was das Schulschwimmen anbelangt, sind wir dem Gutachten von Frau Rudorf gefolgt. Wir haben gesagt, 20.000 potenzielle Gäste mit 5 Euro, die haben es jetzt nicht höher angesetzt, obwohl hier ein kostendeckender Beitrag entrichtet werden sollte, und sind eigentlich in dem Niveau geblieben, das ein normaler Badegast bezahlt. Die Einnahmen, was die Gastronomiepacht anbelangt, pro Jahr 18.000 Euro, sind unserer Meinung nach auch sehr niedrig angesetzt. Da könnte man sicher auch mehr generieren. Was die Erlöse durch die Kurse anbelangt, diese 30.000 Euro sind wir auch, haben wir uns auch orientiert an dem Gutachten von Frau Gudorf, genauso wie bei Rückstellungen und Attraktivierungen. Das heißt, hier sehen Sie, was für eine entsprechende Diskrepanz da ist, was für Effizienzeffekte da sind. Was hier überhaupt noch nicht mit eingerechnet ist, ist nur eine Stunde Freiwilligendienst. Also es ist keine einzige Stunde Dienst von einem unserer zahlreichen Mitglieder und Mitgliederinnen im Förderverein aufgelistet. Wir haben versucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr konservativ anzusetzen. Und die Frau Lechner, die nachher unsere Zahlen vielleicht auch noch ein bisschen abrunden wird in Bezug auf Erfahrungen mit Bädern in der Region, lässt das Ganze schon in einem sehr grünen und kredibilen Licht stehen. Rolf, dann kannst du vielleicht zu den Kapitalkosten noch was sagen. Ja, ich muss noch eine kleine Einfügung machen. Wir haben heute noch Angebote noch nachgezogen und haben die eingefügt. Und ich sehe gerade, uns sind ein paar Minuszeichen abhanden gekommen. Wir werden das aber in der Version, die wir Ihnen verteilen, also Sie bekommen das alles an Excel-Tabellen verteilt, damit Sie das nachvollziehen können, wenn wir das nachziehen. Wir waren also beim zu erwartenden Defizit von etwa 190.000 Euro pro Jahr. So, zu den Kapitalkosten. Wechseln wir bitte auf das Arbeitsblatt Kapitalkosten. Und versuchen mal, das Zoom ein bisschen größer zu ziehen, und dass das ein bisschen besser zu sehen ist. Genau. So, wir haben bei den Kapitalkosten in diesen Tabellen, wie gesagt, wir stellen Ihnen die Excel-Versionen auch so zur Verfügung, dass Sie das selber überprüfen können und nachrechnen können. Wir haben bei den Kapitalkosten jetzt einfach mal ein fiktives Feld eingefügt mit 70% Zuschuss. Die Kapitalkosten können wir hier zum jetzigen Zeitpunkt nicht verifiziert berechnen, weil wir den Fördersatz nicht kennen. Sie können mit dieser Tabelle, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, im Nachhinein spielen und können sagen, okay, ich nehme jetzt mal 70%, ich nehme 50%, ich nehme 90%, ich setze irgendeinen Wert ein, und dementsprechend erhalten Sie dann, wenn du bitte ein bisschen nach oben ziehst, erhalten Sie dann einen jährlichen Kapitalaufwand, der jetzt bei einer 70%igen Finanzierung durch Zuschüsse ein Kapitalaufwand von 159.000 Euro pro Jahr zuzüglich zu den Betriebskosten bedeuten würde. Wechselt bitte mal auf das Arbeitsblatt Deckungsbeitrag. Im Deckungsbeitrag haben wir dann die Variante, dass Deckungsbeitrag 1, also die reinen Betriebskosten, und der Deckungsbeitrag 2 dann mit den entsprechenden Kapitalkosten in Abhängigkeit der möglichen Förderung dargestellt wird. Wie gesagt, wir schicken Ihnen das zu. Wir fassen das auch nochmal in einer einfacheren Ausführung zusammen, sodass man das als PDF-Datei oder Ähnliches lesen kann. Aber Sie kriegen die grundsätzlichen Tabellen zur Verfügung gestellt. Also hier auf jeden Fall die 100.000 gehen hier im Endeffekt noch drauf. Was wir aber bestimmt schaffen, bis alle fertig geredet haben, werden wir hier noch ein paar Minuszeichen einfügen und die Tabelle wieder in den richtigen Stand bringen, und dann werfen wir es an die
Leinwand noch hin. Okay, das waren jetzt relativ viele Zahlen. Wir haben das gleiche Zahlenwerk in verknüpften Tabellen auch für die Erlösprognose, für das Besucherpotenzial, die Berechnung des Besucherpotenzials. Sie können daraus ableiten, dass die Zahlen, wie diese Zahlen entstanden sind. Also wir schreiben nicht irgendeine Zahl hin und sagen, naja, das ist unsere Schätzung, sondern wir haben eine Berechnungsgrundlage dahinter gelegt und haben versucht, tatsächlich mit den Erfahrungswerten und mit den Aussagen aus den Gutachten heraus hier Werte darzustellen, die auch nachprüfbar sind und wo Sie sich selber davon ein Bild verschaffen können. Wir haben einfach versucht, Almarien und Regionsspezifika mit einfließen zu lassen. Und wie gesagt, jeder, der sich nur ansatzweise beteiligen möchte an den weiteren Diskussionen um eine Wiedereröffnung ums Almarien, Herr Ressle hat ja dazu aufgerufen, wir würden uns riesig freuen, wenn Sie sagen würden nach dem Abend, und das wäre unser Ziel für heute Abend, dass Sie sagen, hey, das gucke ich mir genauer an. Die Angebote will ich sehen, da will ich mal nachfragen, da will ich mal nachbohren und dann kann ich entscheiden, ist es was für meine Gemeinde oder nicht. Ich bin der Meinung, dass, wenn ich jetzt alle Personen nehme, die hier sitzen, wir hatten ein relativ großes Privileg. Wir hatten das Privileg, einfach mal am Freitagabend noch ein paar Mark schwimmen zu können, Käsespätzle zu essen in der Wirtschaft, ein Weißbier zu trinken oder ein Spezi und das, die Woche ausklingen zu lassen. Wir hatten das Privileg, als Kinder dort schwimmen zu lernen. Ja, ganz einfach, weil man einfach mal hinfährt mit der Familie am Sonntagnachmittag, das dann entsprechend übt und da konditioniert, das sind große Privilegien. Ich bin der Meinung, dass Ihre Kinder, unsere Kinder dort deutlich eingeschränkter sind. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir gemeinsam auf einer interkommunalen Zusammenarbeit dieses Privileg auch anderen Generationen, nachfolgenden Generationen zur Verfügung stellen können, dann sind wir einem großen, haben wir einem großen Verantwortungsbewusstsein Sorge getragen. Wenn man guckt, es funktioniert die interkommunale Zusammenarbeit, es funktioniert beim Wasser, es funktioniert beim Abwasser, es funktioniert beim Müll, es funktioniert im Gesundheitswesen. Warum kann man es nicht auf der Ebene auch zur Anwendung bringen? Also wie gesagt, unser Wunsch, und das wäre uns ein großes Anliegen und eine große Freude, haben Sie Interesse, fragen Sie nach, sind Sie kritisch, kommen Sie auf uns zu, nehmen Sie an der AG Almarien teil. Das ist auf jeden Fall spannend und Versuch ist es wert. Vielen Dank. Guten Abend zusammen. Ich habe jetzt noch einen ganz kurzen Part für Sie, und zwar im Rahmen des Arbeitskreises ist uns, denke ich, ähnlich gegangen wie Ihnen. Wir haben die Zahlen von der Frau Budow gekriegt und dann waren wir erst mal erschlagen und ziemlich sprachlos. Und dann stellt sich uns so die Frage, ja, wie sieht es denn bei den anderen Bädern im Landkreis aus, nachdem wir diese Zahlen gehabt haben? Und dann kam vom Herrn Landrat eben die Bitte, nachdem bei uns in der Kommunalaufsicht die Haushaltspläne durchlaufen, ich soll noch mal eine Erhebung bei einigen Gemeinden im Landkreis machen, wie es denn da defizitmäßig und auch personalkostenmäßig ausschaut. Der Herr Landrat hat mich dann eben gebeten, die Bäder, die Sie jetzt gerade an der Wand sehen, mal zu erheben. Wir haben es aufgeteilt, Sie wissen, die ausgewählten Bäder buchen alle noch kameral, insofern ein Defizit aus dem Verwaltungshaushalt und ein Defizit aus dem Vermögenshaushalt. Alle angefragten Gemeinden konnten uns die Rechnungsergebnisse 2018 bereits liefern. Alle Gemeinden sind auch damit einverstanden, dass wir diese Zahlen hier veröffentlichen. Grundsätzlich sind die Zahlen ja öffentlich durch die Haushaltspläne der einzelnen Kommunen, die auch die Rechnungsergebnisse der Vorjahre mit beinhalten. Wir fangen mal oben an. Wir haben in Monheim ein Gesamtdefizit im Hallenbadbereich von 260.000 Euro im Jahr 2018 gehabt, im Freibad von gut 140.000 Euro, also in Summe kommen Monheim gesamt auf 400.000 Euro Defizit 2018 für beide Bäder. Der Personalkostenanteil, Sie sehen es, im Hallenbad von 170.000 Euro, im Freibadbereich von 22.000 Euro. Die Beschäftigtenanzahl war auch großes Thema im Arbeitskreis, deswegen auch da eine kleine Erhebung unsererseits. Im Hallenbad Monheim zusammen mit dem Freibad Monheim, also die Beschäftigten laufen ja für beide Bäder,
Es sind 2 Vollzeitbeschäftigte, die Bademeister, sowie 4 Teilzeitbeschäftigte als Reinigungskräfte und weitere 4 Aushilfskräfte auf 400-Euro-Basis. Im Freibad Hagnersheim, das wird von der Verwaltungsgemeinschaft Monheim mit verwaltet, folgende Zahlen. Wir haben hier im Haushaltsjahr 2018 ein Gesamtdefizit von 56.000 Euro gehabt. Der Personalkostenanteil war bei 54.000 Euro, wobei man sagen muss, dass die das alles outgesourced haben. Also die haben kein eigenes Personal, die haben alles vergeben und haben auch die Kosten ihrer Bauhofmitarbeiter mitgerechnet. Asbach-Bäumenheim, gerade groß auch in der Presse, die ja selber an eine Sanierung denken, mit folgenden Zahlen, Gesamtdefizit 2018 von 264.000 Euro rund, davon der Personalkostenanteil 178.500. Sie starten mit Personal, mit einer Vollzeitkraft, also einem Bademeister und einer Teilzeitkraft, das ist eine Fachangestellte für, oder ein Fachangestellter für Bäderbetriebe mit 15 Stunden. Reinigungspersonal haben Sie mit 96,5 Stunden angegeben und Aufsichtspersonal je nach Bedarf, also im Rahmen dieser geringfügigen Beschäftigten, wie es der Förderverein vorhin auch schon geplant hatte. Dann zu den Zahlen aus Nördlingen. Wir haben in Nördlingen ein Gesamtdefizit 2018 für den Haltbadbetrieb von 329.000 Euro gehabt, für den Freibadbetrieb von 373.000 Euro. Klar ist natürlich bei allen Freibadzahlen, das ist ganz stark wetterabhängig. Gesamtdefizit für beide Bäder in Nördlingen somit 702.000 Euro gerundet. Der Personalkostenanteil fürs Hallenbad Nördlingen bei 190.000 Euro, im Freibad bei 143 gerundet 1.000 Euro. Auch Nördlingen als das größte Bad eigentlich in unserer Aufstellung rechnet mit 4 Vollzeitbeschäftigten, also Bademeister und Fachangestellte für Bäderbetrieb, 3 Teilzeitbeschäftigte im Freibad und zusätzlich Aushilfskräfte im Umfang von ganz unterschiedlich zwischen 3,25 bis 31 Wochenstunden, vor allem im Freibadbereich im Sommer, das abgedeckt wird. Das Kassenpersonal und weitestgehend auch das Reinigungspersonal wurden bereits ausgesourced und sind im Defizit mit beinhaltet, also nicht nur in den eigenen Personalkosten, aber im Gesamtdefizit. Dann ist Hallenbad in Rhein. Die Stadt Rhein hat mitgemeldet, die Hallenbadkosten ohne Sauna, weil ja Sauna jetzt im Bereich Almarin vorerst mal außen vor sein soll, sind wir bei einem Gesamtdefizit 2018 gewesen von 448.600 Euro. Der Personalkostenanteil rund 158.000 Euro. Rhein beschäftigt 2 Vollzeitbeschäftigte, also die Bademeister, sowie 5 Teilzeitbeschäftigte, das sind Reinigungskräfte und Kräfte an der Kasse. Also insofern, dass Sie mal einen Überblick haben, wie schaut es in unserem Landkreis aus, wie sind da die Defizite, dass Sie sich ein grober Bild machen können, wie verlässlich eigentlich sind die Zahlen, die jetzt der Arbeitskreis bzw. der Förderverein Ihnen gerade präsentiert hat. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hermann Schmidt, bin Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Ries und Bürgermeister der Gemeinde Amerlingen. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt nicht mehr die Gäste persönlich begrüße, sondern aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich gleich übergehen zu meinem heutigen Rat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben alle erfahren dürfen, was Bürgerinnen und Bürgerengagement bedeuten kann. Der Förderverein hat mit seinen zahlreichen Unterstützern und Freiwilligen Enormes geleistet. Es war wahrlich eine Demonstration, was unsere Bürger bewegen können. Wir waren überwältigt von der Bewegung, meines Wissens die erste in dieser Form, mit der etwas herbeizuführen versucht wurde. Da ich möchte beinahe sagen, wir wurden auf den Weg hingewiesen und wurde der Weg vorgezeichnet. Sonst sind die Bürgerbewegungen eher in andere Richtung. Sie wollen verändern, sie wollen Vorhaben verzögern, manchmal auch blockieren. Nein, es war hier anders und dafür herzlichen Dank an alle, die sich hier eingebracht haben. Wir haben diesen Auftrag aus dieser Bewegung aufgenommen in den Arbeitskreis. Natürlich hat es auch alles sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Aber es war eine schwierige Materie, eine schwierige Arbeit,
Es war auch sehr zeitaufwendig, dies abzuarbeiten, beziehungsweise wird auch noch zeitaufwendig für die Zukunft sein. Heute wurden uns die lange erwarteten Zahlen präsentiert. Auch hier möchte ich bemerken, ja, es sind keine einfachen Zahlen. Das ist richtig. Aber wir müssen ehrlich sein. Es war uns klar, dass es ein schwieriges Vorhaben sein wird, aber dennoch, wir sollten nichts unversucht lassen, diesen enormen Kraftaufwand, diesen enormen Kraftakt durchzusetzen. Das Almarin aus dem dornröschen Schlaf zu wecken, das wäre eigentlich unser großes Ziel. Und wir sollten diese einmalige Chance, die wir haben, mit dieser Aktionswoche eingeleitet, sollten wir nutzen. Und wir sollten dieses Almarin, wie es der Herr Landrat schon immer gesagt hat, zu unserem gemeinsamen Bürgerbad warten lassen. Ich rede bewusst nicht vom Mönchsteckinger Almarin. Nein, dies ist Geschichte. Wir müssen die Realität in die Augen sehen. Das Almarin war für Mönchsteckinger allein zu viel. Es war einfach nicht zu stemmen. Die Gemeinde war finanziell überfordert. Es hat die Entwicklung der Gemeinde stark eingeschränkt. Wir sollten das Almarin als Chance für die Region sehen. Wir wollen das Almarin in die Neuzeit bringen, dem Almarin eine neue Chance, auch eine von uns gestaltete Zukunft geben. Wir müssen nur zusammenstehen, in der ganzen Region Flagge zeigen. Die Bürger aller Gemeinden profitieren davon. Das sollte uns bewusst sein. Deshalb sollten wir auch bereit sein zu einer regionalen Lösung. Ich appelliere an die Gemeindevertreter, Mut zu haben für neue Wege. Und ich erinnere mich ganz gut am heutigen Tag an die Situation in meiner Gemeinde im Jahr 1999. Ein kleiner Vergleich, aber doch ein sinnlicher und passender Vergleich. Es gab keinen Dorfladen mehr. Wir haben die Diskussion aufgenommen, wir haben uns damit beschäftigt und siehe da, er funktioniert heute noch. Wir hatten damals von unseren Bürgern über 60.000 Euro Zeichnungskapital bekommen. Wir haben aktuell 45.000 in der Anlage noch und haben über 30.000 Euro Warenbestand. Wir haben 8 Leute beschäftigt in Teilzeit und wir haben auch das hier so gestaltet, als Vorstand und Aufsichtsrat ehrenamtlich arbeiten. Also es lässt sich vieles machen mit Bürgersinn, wenn man nur will und Mut hat, diese Entscheidungen herbeizuführen. Wir haben in unseren Gemeinden starke strukturelle Veränderungen. Wir steuern, hier meine ich die Gemeindevertreter, in unterschiedlichster Form dagegen an. Nicht immer sind die Bemühungen in unseren Gemeinden von Erfolg gekrönt, aber wir sollen dennoch nichts unversucht lassen, auch hier nicht in unserem gemeinsamen Bestreben um das Almarin. Es muss in uns die Erkenntnis reifen, dass wir das Almarin als unser gemeinsames Bürgerbad betrachten. Das bedeutet natürlich auch entsprechende finanzielle Beteiligung. Auch wir brauchen nicht nur Geld, aber wir brauchen nicht nur das Geld der Kommunen, nein, wir brauchen noch weitere Dinge. Wir brauchen viel Ehrenamtliche, die dieses Vorhaben tragen und dauerhaft die Basis schaffen, damit das finanzielle Engagement für die Gemeinde tragbar ist und tragbar bleibt und dass die Verantwortlichen auch diese Entscheidung zum Positiven herbeiführen können. Wir brauchen Manpower und Know-how bei allen Personen, die uns unterstützen und bereit sind, sich einzubringen. Wir brauchen finanzielle Unterstützung von Firmen und Bürgern. Wir brauchen hohe Akzeptanz der Besucher aus der gesamten Region, damit wir den Betrieb dauerhaft aufrechterhalten können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mehrmals gesagt, wir brauchen. Es ist richtig, wir brauchen viel Unterstützung in unterschiedlichster Form. Ich wünsche mir, dass dieses Vorhaben gelingen möge. Aber es ist dauerhaft nur realisierbar, wenn es auf viele Schultern und damit meine ich auf viele Gemeinden verteilt wird. Daher mein Appell an die Gemeinden, das Vorhaben zu unterstützen. Es reicht nicht aus, wenn wenige umliegende Gemeinden sich einbringen. Nein, die Unterstützung muss einen weiten Kreis ziehen. Und der Herr Lange hat es auch schon gesagt, wir sollten den Mut haben, den ersten Schritt zu tun mit der Gründung eines Zweckverbandes. Nur dann können wir auch Forderungen stellen und können sagen, liebe Politik im Bund und im Land unterstützt uns mit finanziellen Mitteln. Und zum Abschluss ein Spruch zum Tage aus den Rieser Nachrichten, den ich irgendwann einmal notiert habe. Er umschreibt unser Vorhaben trefflich. Keiner kann alles, jeder kann etwas. Gemeinsam können wir vieles.
Ich wünsche mir, dass wir zusammenstehen. Dann bin ich überzeugt, dass wir das gemeinsam, die Betonung hier liegt hier ausdrücklich auf gemeinsam, dann können wir das gemeinsam angehen, können wir das auch gemeinsam schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Der Arbeitskreis hofft auf Ihre Unterstützung. Viele Bürger hoffen auf Ihre Unterstützung. Ich hoffe auf Ihren Zuspruch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche noch gute Diskussion. Ja, vielen Dank an alle Referentinnen und Referenten. Vielen Dank an Sie, das war jetzt viel Information, ausgesprochen viel Information, aber es waren jetzt über 2 Stunden große Aufmerksamkeit, die Sie allen hier gegeben haben. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Das ist so in der Form auch nicht selbstverständlich. Ich bitte Sie jetzt um Nachsicht, dass wir Ihnen zwar heute viel erzählt haben, aber jetzt auch an der Stelle heute nicht mehr erzählen können. Ich fasse es nochmal zusammen von den Investitionskosten her. Wenn das mit der Eigenleistung klappt, wären wir bei 6,4 Millionen Euro. Wir rechnen mit Zuschüssen, können es aber nicht genau beziffern. Wichtig ist nämlich, welchen Fördertopf wir da anzapfen können, ob wir einen Antrag stellen als Gemeinde Münsterkingen oder als Zweckverband. Ulrich Lange hat es gesagt gehabt, wir werden hier einen Zweckverband brauchen, um in dieses Städtebauförderprogramm zu kommen, weil da Gemeindeverbünde speziell gefördert werden. Also von daher wäre jetzt der Weg, den wir von der Arbeitsgruppe vorschlagen, dass Sie mit dieser Information, die Sie heute bekommen haben, in Ihre Gremien gehen, diskutieren, beraten und uns bis zum 30.05., also das ist jetzt, das sind 1,5 Monate, wir gehen davon aus, dass bis dahin jeder Gemeinderat getagt hat, dass sie uns eine Rückmeldung geben, ob sie bereit sind, mit ihrer Gemeinde an einem Arbeitskreis mitzuwirken. Also wir stellen uns das vor, ein vorbereitender Arbeitskreis, der den Zweckverband gründet, indem man dann alles nochmal prüft. Antragstellung, wie viel Zuschuss bekommen wir? Dann auch nochmal diese beiden Betriebskostenrechnungen vergleicht, den Ansatz von der Frau Gudorf. Ich fasse es zusammen jetzt mal, ohne die Investitionskosten war es ein Deckungsbeitrag von 850.000 Euro und wir haben hier die Gegenüberstellung, die Aufführung hier. Deckungsbeitrag 1 wäre hier mit ohne Kapitalkosten bei rund, also 190 war es gerade, 180, rund 180.000 Euro. Und Sie haben aber einen Anhalt, das sind die Erfahrungswerte, die wir jetzt haben vom Landkreis von unseren Bädern. Sie haben es gesehen gehabt mit Defiziten von 200, 300, 400.000 Euro, wobei das Almarin wieder was Besonderes ist. Es wäre ja ganzjährig auf. Das haben wir bei den anderen Bädern ja nicht, haben wir entweder Hallenbad oder haben ein Freibad. Ja, aber Erfahrungswerte, die da so dazwischen drin liegen. Was wir auf jeden Fall haben, das möchte ich noch mit auf den Weg geben, hier in Münsterkingen, wirklich ein ehrenamtliches Engagement, das übermaßen ist, die Bereitschaft hier, sich auch tagtäglich einzubringen, die enorm ist. Was wir im Landkreis jetzt auch beschlossen haben, und es wäre schön, wenn da die Gemeinden auch mitziehen würden, die Schwimmklassen entsenden. Also wir haben gesagt, als Landkreis, wenn von unseren Schulen jemand zum Schwimmen geht, dann zahlen wir jetzt nicht nur den Eintrittspreis, sondern wir zahlen kostendeckende Beiträge. Das heißt, da ist dann alles reingerechnet, was an Defizit auffliegt, sodass aus dem Schulschwimmen das Bad keinen Defizit machen sollte. Also das haben wir hier in dem Maß so auch noch nicht berücksichtigt. Näher verifizieren können wir es zum heutigen Tag nicht. Wie gesagt, das wäre dann jetzt das Ziel, dass Sie uns mitteilen bis zum 30.05. Wer ist mit dabei, sich da intensiver auseinanderzusetzen? Wer ist dabei, ernsthaft an einem Zweckverband zu arbeiten, der dann auch einen Antrag stellt auf Förderung, der dann schaut, möglichst diese Betriebskosten noch genauer zu berechnen, mit der Zielrichtung natürlich dann die Sanierung anzugehen und das Almarin in einer einmaligen
Gemeinschaftsleistung dauerhaft dann auch am Leben zu halten. Also ein spannender Prozess. Aber meine Damen und Herren, ich sage eines, man kann es jetzt auch leicht machen und sagen, das ist zu teuer, das ist zu abenteuerlich. Bloß wenn wir den Weg jetzt nicht gehen, dann haben wir ein Problem nicht gelöst. Wir haben dann nach wie vor in Ries nur ein Heimbad. Wir gehen jetzt davon aus, die Stadt Nördlingen wird ihr Bad sanieren. Und dann ist das nächste kleine Heimbad in Harburg. Wir haben das Problem trotzdem nicht gelöst und werden wahrscheinlich irgendwann dann doch ein weiteres Bad bauen, brauchen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer soll das bauen? Also ich sehe jetzt die Chancen, gerade durch die Fördermöglichkeiten schon, als gut. So günstig wird man ein Bad, wenn das mit den Zuschüssen klappt, nicht mehr bekommen. Und ja, die Referenten stehen auch noch zur Verfügung, auch wenn das jetzt übel klingt, was alles zu richten ist, aber es ist sanierungsfähig. Das Bad, natürlich geht es nicht ganz umsonst. Jetzt würden wir anbieten, dass alle Referenten zur Verfügung stehen, wenn sie Fragen haben. Das ist jetzt mal die erste Frage von mir in die Runde. Gibt es an der Stelle heute Fragen? Oder sagen Sie, das ist jetzt mal genügend Informationen zum mit nach Hause nehmen? Braucht jemand noch mehr Informationen? Möchte jemand ein Statement abgeben, jetzt öffentlich in der Runde? Nicht der Fall? Können wir so verbleiben, dass wir dann bis 30.05. Rückmeldung bekommen, wer von den Gemeinden bereit ist, hier an der Vorbereitung eines Zweckverbands mitzuwirken? Also es heißt noch nicht die verbindliche Zusage, dass man dann auch definitiv dabei bleibt, aber dass man bereit ist, hier mitzuwirken an der Vorbereitung eines Zweckverbands. Da bitten wir dann um Ihre Rückmeldung und ich stelle nochmal die Frage, keine Statements, keine Fragen, doch, Bürgermeister Erwin Zeiler, bitte. Ein paar kleine Fragen haben wir schon, bitte sagen mit dafür. Erstmal herzlichen Dank für die Informationen, es sind sehr viele Informationen, es sind auch sehr wichtig, den ganzen Vortrag, einen herzlichen Dank dazu. Auch im Förderverein würde ich das Engagement hineinzuarbeiten. Eine Frage mal gleich vorneweg, 7,3 Millionen, von meinem Hauptgefühl her, ich bin der Praktiker, ich bin noch Befürworter für das Bad, gleich von mir weg auch. Sehr wichtiges Bad, wir brauchen was in der Gemeinde, in Stettingen, für die Region. Aber ich habe ein größeres Projekt in letzter Zeit erst gebaut und ein Bad mit 7,3 Millionen Bauen kann man mir nicht vorstellen, wenn es so ist, nach der, sage ich, in 3 Jahren vielleicht einmal Dankeschön. Weil es sind einfach viele Kosten da, auch die Millionen Eigenleistung. Wenn wir überlegen, Eigenleistung, ich kann nur 20, 30 Euro ansetzen, hat man bei 50 Euro, ich muss eigentlich die doppelte Eigenleistung rechnen. Jetzt ja nicht, dass die Handwerker über die Eigenleistung hinbringen, dass die langsam sind, sondern man benötigt einfach mehr Stunden meistens. Und da sprechen wir dann von 40.000 ehrenamtliche Stunden, 30.000. Das kann man sich vorstellen beim so einem Projekt und diese Auflagen, wo man heute bekommt, der Herr Wolf hat es schon ein bisschen dargestellt, das muss man wirklich einfach real sehen. Immer. Die Handwerker oder die Ingenieure oder Architekten, da wird man sehr wenig Eigenleistung einbringen können, weil es dreht sich alles heute um die Garantie, Gewährleistung und so weiter. Ich würde jetzt einmal das, kann man sagen, 7,3 Millionen. Einfach verstehen lassen, also was man noch da in Leistung einbringt, und das kostet es mehr. Das kann man jetzt schon sagen. Die Förderung ist auch so ein Problem, ganz klar, muss man schauen, wie wir hinkommen. Und da ist noch vor den Unkosten gekommen. Man muss aufpassen, dass man es am Anfang nicht alles schön rechnet. Lieber Puff reinbauen, wenn es noch billiger wird, dann ist auch schön. Wie Beutenheim 273.000 Euro.
Defizit, ein Schaltespaar da, wir müssen auch wirklich sehen. Wie gesagt, wenn ich jetzt das mein Gemütlichen das Bürgerzentrum anschauen, was heute wirklich an laufenden Kosten da ist, an Auflagen, das ist auch enorm. Darum meine Bitte, bitte nicht schönrechnen, sondern lieber real rechnen und mit dem nach vorne gehen. Wie gesagt, ich bin Unterstützer für das Ganze, aber es sind natürlich in der Gemeinde Mettingen auch gewisse Grenzen einmal da, wo ich das Bad unterstützen kann. Dann viele Kosten sind da auch noch nicht ganz so eingeflossen. Ich weiß nicht, waren da die Außenanlagen auch mit dabei bei der Kostenberechnung komplett. Pflegeaußenanlagen dürfen auch nicht vernachlässigen. Habe ich falsch mitgesehen, dass die auch eingeflossen sind. Sind eingeflossen. Dankeschön. Wie gesagt, lieber ein bisschen mehr annehmen. Wir wissen, die Baukonjunktur, das vergehen nochmal. Wahrscheinlich 2 Jahre, ich kann mir vorstellen, bis das mal verwirklicht wird. Sind vielleicht Kosten schon gesehen, mit entsprechenden Preissteigerungen, haben wir 10-15% sind dabei, das ist gut. Okay, ja, wir müssen ein paar so kritische Sachen Raum stellen, wie gesagt, Befürworter, aber real sehen das Ganze. Nicht in Euphorie, weil die Augen im Test mein Geld. Ich bin jetzt einmal von meiner Seite. Dankeschön. Ja, vielleicht sammeln wir ein paar Wortmeldungen. Bitte schön. Ja, mein Name ist Joachim Ramisch, ich komme aus Reinlingen und ich beschäftige mich mit dem Almarin schon sehr lange. Ich bin ein langjähriger, treuer Besucher des Almarin gewesen bis zum bitteren Ende. Ich war dabei, wie es gestorben ist und ja, das Osterwunder, man müsste denken, im letzten Jahr, das war kein Wunder, zählt man die ganzen Stunden zusammen, multipliziert man sie mit dem Mindestlohn in Deutschland, kommen auf gut 100.000 Euro nur die Lohnkosten ohne Nebenkosten. Dieser Spaß, muss ich mal sagen, gekostet hat. Ich nehme es eine Störung der Totenruhe und ja, fatale Sache. Wie könnte es weitergehen? Ein Hallenbad wäre natürlich schon schön zu haben, aber das haben wir gehört vom Bundestagsabgeordneten, es muss natürlich ein Gemeindeverbund sein. Und bitte? Gemeinde oder Gemeindeverbund? Eine Gemeinde, eine sehr große Gemeinde und ein Gemeindeverbund. Jedenfalls die Gemeinde Münsterkirchen ist zu klein, so viel steht fest. Also müsste es auf breiter Basis sein, ein Zweckverband ist ins Gespräch gekommen. Ich sehe noch ein anderes Problem, das diskutiert wurde, gerade wenn ich den Herrn Kollegen Seiler sehe oder hier in Reinigen Diskussion über die Hauptamtlichkeit des Bürgermeisters. Auch das gibt uns allen zu denken, es fehlt an Kandidaten. Es ist ein Problem in der Zukunft, das ein Ehrenamtlich zu stemmen. Und dann könnte ich mir vorstellen, ich mache es ganz kurz, dass aus der Verwaltungsgemeinschaft Ries die Verbandsgemeinde Ries wird, dann haben wir einen großen Gemeindeverbund, wir haben kein Problem mehr mit der Hauptamtlichkeit, wir haben viele Probleme gelöst und dann bekommen wir auch vernünftige Zuschüsse. Dankeschön. Weitere Fragen bzw. Statements? Ja, ich würde jetzt mal sagen, das waren Statements. Es ist jetzt schwierig, auf den Bürgermeister Seiler zu antworten. Das, was wir Ihnen, was die Referenten Ihnen vorgetragen haben, ist nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Jeder hat sich bemüht, das aus seiner Sicht so realistisch es irgendwie geht, darzustellen. Die Investitionskosten, Sie haben alles berücksichtigt, auch Preissteigerungen. Auch, wir haben es ja gesagt, das ist eine Minimalvariante. Und das mit den Eigenleistungen sind wir miteinander durchgegangen. Also das wäre das, wenn es optimal gelingt, dass wirklich alle mitziehen. Das, was realistisch, was machbar erscheint, im besten Fall, was wir dann eine Kostenreduzierung hätten. Wie gesagt, wie hoch die Förderung ist, können wir nicht sagen. Ich sehe die Herausforderung nicht so sehr in der Investition. Die müsste man, gerade wenn einige Gemeinden bereit sind mitzumachen, die müsste man hinbekommen. Die Herausforderung sind die jährlichen Betriebskosten und auch da haben wir 2 verschiedene Rechnungen. Und Sie haben es gehört, beide Seiten haben sich bemüht, es aus ihrer Sicht darzustellen, überzeugend darzustellen. Wir haben Ihnen die Erfahrungswerte gegeben. Sie müssen jetzt diese Zahlen so nehmen, wie sie sind. Und ich meine,
dass es jetzt dann wichtig ist, dass Sie sich damit befassen, dass Sie es diskutieren, in aller Ruhe die Zahlen auch nochmal anschauen. Und wir wären Ihnen dankbar, weil es dann wirklich ganz, ganz wichtig ist für die weitere Vorgehensweise, dass wir bis 30. Mai, wenn wir uns auf das verständigen können, uns nach Behandlung in Ihren Stadtgemeinderäten Rückmeldung geben, ob Sie bereit sind, mitzumachen an der Vorbereitung zur Gründung eines Zweckverbandes. Können wir so verbleiben? Dann sage ich soweit vielen Dank von meiner Seite. Der Bürgermeister hat das erste Wort gehabt. Er hat jetzt auch das letzte Wort für heute Abend, lieber Karl Liebmann. Bitte um das Schlusswort. Ich möchte kurz auf das Ehrenamt eingehen, bevor wir den Abend beschließen und nach Hause gehen. Es ist eine Zahl gefallen, 40.000 ehrenamtliche Stunden. Das halte ich für nicht zu hoch, das ist auch machbar. Ein Beispiel, in Rohrbach, mein Heimatort, mit 120 Einwohnern haben wir ein Haus als Vereinsheim umgebaut und da wurden 10.000 ehrenamtliche Stunden gearbeitet. Und der Förderverein hat Enormes geleistet in dieser Woche und er wird auch weiterhin Enormes leisten, also die 40.000 Stunden sind zu machen. Und es wurde auch die Frage aufgeworfen, wie es vielleicht weitergeht. Dazu ein Beispiel. Seit 8 Jahren gibt es kein Almarin mehr, das in Betrieb ist. Aber die DLRG lebt und die lebt sogar sehr gut. Obwohl ihr die Grundlage entzogen wurde, das Hallenbad. Und darum ist mir nicht bange, sie wird auch weiterhin leben und auch das Ehrenamt wird weiterhin leben für unser Almarin, unser aller Almarin. Und nun komme ich zum Schluss. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich, dass ihr alle gekommen seid. Ich bedanke mich bei den Referenten, beim Herrn Gump, beim Herrn Bargdolt, irgendwo ist er, wie immer unterwegs im Dienst. Und bei allen, bei Ihnen, Herr Landrat, bedanke ich mich auch ganz herzlich, bei Ihnen, Herr Lange, und bei allen, die auch sonst dazu beigetragen haben. Herrn Hermann Schmidt möchte ich nicht vergessen, ein sehr starker Befürworter. Danke, Hermann. Und es gibt ein Sprichwort, was einer nicht schafft, fällt vielen leicht. Und da möchte ich mich meinem Kollegen Schmidt anschließen. Es müssen viele sein. Wenn nur zum Beispiel die VG Ries beteiligt ist, das ist auch zu wenig. Weil wenn es viele sind, dann kommt auf den Einzelnen nicht viel. Dann ist es zu leisten. Aber wenn die Gruppe nur klein ist, dann ist es irgendwann zu viel. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und einen guten Nachhauseweg.